In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektrum. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Ja, hallo, hier Noah. Ich bin Ace, demiromantisch und aplatonisch. Ich komme aus Deutschland und bin jetzt zum Ausstrahlungstermin 36 Jahre alt, ebenfalls weiß. Und wir sind heute nicht alleine, wir haben noch eine Gastperson bei. Stell dich doch mal vor. Hey, hallo, ich bin Frederik. Ich bin männlich, weiß, seit kurzem 38, aromantisch und demisexuell. Freue mich total, hier zu sein. Als ich gehört habe, dass ihr über Limerenz redet, habe ich sofort sehr viele Gefühle gehabt, denn ich kenne Limerenz und mag es überhaupt nicht. Es gibt ja aus diesem Amerikanischen diese berühmte Figur des Grinchs, diese Fantasiefigur, die Leuten immer Weihnachten klauen will. Und genauso fühle ich mich da ein bisschen. Wenn Leute von Verliebtheit schwärmen, will ich immer gleich genervt stöhnen und allen erzählen, wie schlimm das eigentlich alles ist. Und ich habe also sehr viele Meinungen und Gefühle zu dem Thema und freue mich sehr, hier zu sein. Dann sind wir schon sehr gespannt. Noah, willst du mal kurz so erzählen, worüber wir heute alle sprechen, wenn wir auf Limerenz eingehen? Ja, also wie schon einleitend gesagt wurde, wir reden über Limerenz und wie sich das anfühlen kann und wie ein typischer Verlauf aussehen kann und noch vieles mehr. Also seid gespannt. Genau, ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ins Thema ein, und zwar, was ist Limerenz eigentlich? Der Begriff Limerenz meint eine starke Verliebtheit. Limerenz ist gekennzeichnet durch ein häufiges Denken an die geliebte Person, die Hoffnung auf Erwiderung der Gefühle, das Idealisieren der geliebten Person, die Fokussierung der Sinneswahrnehmung auf Dinge und Vorfälle, die sich auf sie beziehen, sowie Schüchternheit und Unsicherheit in ihrer Anwesenheit, wie auch einer möglichen Furcht vor Zurückweisung. Limerenz kann bei erfolgreichem Zustandekommen einer Beziehung in Liebe bzw. Bindung übergehen. Wenn Limerenz einseitig bleibt und nicht erwidert wird, klingt sie selbstständig ab. Der Zustand kann von etwa 14 Tagen bis zu ungefähr anderthalb Jahren andauern. Genau, und mit der Definition im Hinterkopf würde ich uns gleich mal die Frage stellen, habt ihr schon ein- oder mehrmals Limerenz bzw. starke Verliebtheit erlebt? Noah, was sagst du? Definitiv ja, mehrfach. Also was heißt mehrfach? Bei zweimal bin ich mir sicher, vielleicht war es auch dreimal, aber dann war es noch recht schwach geblieben, ja. Frederik, wie sieht's bei dir aus? Ja, auch mehrfach. Teilweise erwidert, teilweise nicht erwidert. Ich habe das Gefühl, ich merke immer sehr schnell, wenn ich limerent bin, weil das so eine sehr große Abweichung von meinem Normalzustand ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass andere Leute häufiger limerent sind als ich. Also im Sinne von nicht aromantische Leute, die ich so in meinem Freundeskreis habe. Also Menschen einfach generell, die nicht am aromantischen Spektrum sind. Genau. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Ja. Ja, genau. Und ich für meinen Teil, ich habe noch nie Limerenz erlebt. Das ist irgendwie in meinem Erfahrungsraum oder in meinem Erleben bislang nicht vorgekommen. Was jetzt nicht heißt, dass es jeder aromantischen Person so gehen muss, aber ich bin halt, was das angeht, das erlebe ich halt dann auch wirklich nicht genauso, also auch gar nicht in meinem Fall, genauso wie ich auch keine romantische Anziehung erlebe. Was jetzt auch nicht deckungsgleich sein muss, aber ich habe beides nicht. Wir haben diese Frage auch an die Community gestellt und da kam dann raus, dass 47,6% angegeben haben, dass sie schon ein- oder mehrmals Limerenz erlebt haben. 19% haben nicht sicher angegeben und 28,6% haben angegeben, dass sie noch keine Limerenz oder starke Verliebtheit erlebt haben. Ja, eine Person hat noch eine eigene Antwort ausgefüllt und gesagt, vielleicht, aber wäre eigentlich auch nochmal unsicher. Also eigentlich gar nicht so wenige Leute, die in unserer Community schon ein- oder mehrfach Limerenz erlebt haben oder sich damit identifizieren, das erlebt zu haben. Das finde ich eigentlich schon spannend.
Also gibt's vielleicht auch Leute, die diese Folge hören wollen. Also ich meine, ich hoffe, dass es die generell gibt, aber ja. Dann hätten wir als nächste Frage, was bedeutet es denn, Limmerin zu sein? Also Limmerent zu sein bedeutet einfach, dass eine Person gerade Limmerent erlebt. Also wenn eine Person gerade Limmerenz erlebt, dann sagen wir, die Person ist Limmerent quasi. Genau. Also eigentlich ganz einfach. Ja. Wir hatten dann ja noch eine ganz interessante Frage in unserer Umfrage gestellt dazu, auch zu Limerenz. Und zwar hat die gelautet, Limerenz, also starke Verliebtheit, geht für verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Formen der Anziehung einher. Mit welchen Arten der Anziehung ist Limerenz für euch verbunden? Und das würde ich euch jetzt gleich auch mal fragen, also Noah und Frederik, wie ist das bei euch so? Ich fange, glaube ich, einfach mal an, weil für mich ist das, glaube ich, am einfachsten. Für mich persönlich ist Limerenz hauptsächlich mit romantischer Anziehung, mit sensueller Anziehung und mit ästhetischer Anziehung verbunden. Für mich ist das super kompliziert. Ich habe das Gefühl, wenn andere Leute Limmerent mir gegenüber sind, dass das dann vor allem was mit romantischer und sexueller Anziehung zu tun hat, weil das häufig dann die Bedürfnisse sind, die auf mich angetragen werden. Aber wenn ich Limmerent bin, kann ich so überhaupt gar keine Anziehung damit verbinden. Die romantische nicht, weil aromantisch. Die sexuelle Anziehung auch nicht, weil ich ja demisexuell bin. Man ist ja häufig Limmerent gegenüber Leuten, die man frisch kennengelernt hat. Und da ist einfach noch nicht die Möglichkeit für sexuelles Interesse bei mir da. Und platonische Anziehung irgendwie auch nicht, aus demselben Grund. Ich kann ja die andere Person noch gar nicht so richtig einschätzen. Deswegen ist Limmerenz für mich so ein merkwürdiges Einhorn, das gar nicht so richtig zu keiner anderen Anziehungsform passt. Das finde ich super spannend. Also, dass du auch sagst, es kompliziert ist, weil das so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen eine Theorie von mich mit Limerenz auseinandersetzen und mich mit Verliebtheit auseinandersetzen und mit verschiedenen Leuten darüber sprechen und so Sachen, dass Limerenz ja erst einmal jetzt auch nicht zwangsläufig, also ja, Limerenz wird viel auch wissenschaftlich erforscht und Menschen beschäftigen sich damit viel im Kontext von Romantik und Verliebtheit. Aber ich habe so ein bisschen die Theorie, dass das eigentlich erstmal nur ein, oder für Menschen, die das empfinden, erstmal auch ein menschliches Erleben ist und auch unterschiedlich interpretiert sein kann, werden kann und auch eben mit unterschiedlichen Anziehungen verknüpft werden kann. In unserer Umfrage haben zum Beispiel 66,7% angegeben, dass Limerenz für sie mit romantischer Anziehung verbunden ist und 13,3% haben sexuelle Anziehung angegeben, wobei das natürlich verzerrt ist auch, also generell ist die Umfrage ja jetzt mal nicht eher ein Stimmungsbild von unserer Community als repräsentativ, aber gleichzeitig, dass so wenig sexuelle Anziehung angegeben wird, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, einfach, dass unsere Community sehr ace-lastig ist. Wer hätte das gedacht? Und dann haben 46,7% haben gesagt, sie erleben im Zusammenhang mit Limerenz sensuelle Anziehung und 33,3% haben ästhetische Anziehung angegeben. Eine Person hat intellektuelle Anziehung noch in Writing geschrieben und eine Person fragt mich was Leichteres, also keine Ahnung. Es ist jedenfalls wohl nicht nur für dich verwirrend, glaube ich. Ich wollte zu der Verwirrung auch noch sagen, es könnte auch tatsächlich sein, dass da irgendeine Anziehung hintersteckt, die nicht so bekannt ist, die du vielleicht noch irgendwann rausfindest, vielleicht aber auch nicht. Ja, oder es ist einfach Limerenz und nicht zwangsläufig eine Anziehung könnte ja auch. Also meistens tritt das in Bezug mit irgendeiner Anziehung auf, aber wer weiß, vielleicht geht es auch wirklich ohne, keine Ahnung. Was ich noch sagen wollte, im Allgemeinfall wird das ja auch, also es wird ja in der Allgemeinheit, in der Wissenschaft nicht getrennt. Das Split Attraction Model nutzen wir ja hauptsächlich. Also wenn ich jetzt an Tenoffs Buch denke, ist das hauptsächlich, würde ich sagen, romantische, sexuelle, wobei in der sexuellen wahrscheinlich auch die sensuelle Anziehung und ästhetische und einfach alle mit reinspielen. Ja. Kleine Erklärung, wir sprechen ja von Love and Limerence von Dorothy Tanoff. Oder? Habe ich. Ja, Ja, genau. genau. Ich kann euch auch noch den deutschen Titel hinterher schieben, weil ich habe das Buch auf Deutsch. Da heißt es Limerenz über die Liebe und Verliebtsein. Genau, nee, ich war mir nur gerade nicht sicher, ob ich den Autorsnamen richtig hatte. Aber das war quasi der Start der unter Anführungszeichen Verliebtheitsforschung, wenn man so will.
oder wenn wir das so sagen wollen, genau. Ja, genau, Dorothy Tenhoff. Und beschäftigt sich damit auch erstmal im Kontext von Verliebtheit. Aber dieser Kontext ist natürlich auch kulturell geprägt und menschliches Erleben kann in unterschiedlichen Kontexten, je nach Kultur oder auch je nach Umfeld und eigenen Lernerfahrungen und eigenen Wünschen und Bedürfnissen und auch vielleicht Anziehungen anders interpretiert werden und auch auf anderen Ebenen interpretiert werden. Und ich denke, das macht es halt nochmal komplizierter mitunter. Eine weitere spannende Frage in dem Kontext wäre zum Beispiel auch noch, wir haben ja jetzt die Begriffe Verliebtheit und eben auch Limerenz gebraucht. Und wie kann man die denn voneinander abgrenzen? Also ich kann jetzt nur sagen, wie wir das uns überlegt haben, so. Aber einerseits ist natürlich Limerenz erst einmal ein wissenschaftlicher Begriff. Der beschreibt bestimmte Vorgänge im Körper und auf die wir auch eingehen werden nachher noch. Zum einen ist Limerenz einmal ein wissenschaftlicher Begriff, der beschreibt ein bestimmtes menschliches Erleben und das unter anderem an bestimmte neuronale und chemisch-hormonelle Abläufe geknüpft ist, auch an Abläufe eben im Gehirn geknüpft ist, die auch gemessen werden können und die damit verbundenen Vorgänge und deren Auswirkungen, die von manchen Menschen so und von anderen vielleicht ein bisschen anders erlebt werden, aber von denen viele Auswirkungen auch sehr ähnlich erlebt werden von zumindest einem großen Teil der Menschen, die Limerenz erleben. Oder wo sehr viele eben zumindest einen großen Teil der Merkmale vielleicht erleben. Genau, und Verliebtheit ist ein Begriff, den wir eher in der Alltagssprache verwenden, der auch so ein bisschen weiter ist als Limerenz. Also ich glaube, in Verliebtheit kann auch sehr viel mehr reinfallen als das, was jetzt wenn wir jetzt uns wissenschaftlich in einen Raum setzen und Leute untersuchen, die Limerenz sind und dann bestimmte hormonelle Vorgänge messen und so weiter, weiß ich nicht, ob alle Personen, die sagen würden, ja, sie sind verliebt, gerade in der Person, da auch aufscheinen würden in diesem wissenschaftlichen Experiment. Weil Verliebtheit ist halt kein wissenschaftlich klar abgegrenzter Begriff. Limerenz kann ich messen, Verliebtheit wird dann wahrscheinlich auch wieder schwieriger zu messen. Vielleicht kann ich es in manchen Fällen auch gar nicht messen, weil wenn eine Person verliebt ist, dann kann sie das auch aus verschiedenen Gründen sagen und es wird vermutlich eine große Schnittmenge geben zwischen diesen beiden Begriffen oder zwischen diesen beiden Gruppen, die für sich sagen, ja, sie sind gerade limerent oder ja, sie sind gerade verliebt. Aber ich glaube nicht, dass das so genau dasselbe ist, weil der Verliebtheit für mich einfach der weitere und alltagssprachlichere Begriff ist. Und dann würde ich sagen, dass Verliebtheit noch stärker romantisch bzw. sexuell konnotiert ist, weil es mehr auch der alltagssprachliche Begriff ist und noch stärker in diesem romantischen Kontext steht auch und eben auch in diesem sexuellen Kontext, weil das gesellschaftlich sind die beiden Ebenen ja oft sehr eng verbunden. Während sich Limerenz mehr eben auf diesen Wissen, auf diese wissenschaftliche Ebene auch bezieht und auf körperliche Vorgänge, die messbar sind, aber auch auf Auswirkungen und verschiedene Merkmale, die dann ebenfalls wieder auf die eine oder andere Art messbar sind, aber die nicht zwangsläufig romantisch oder sexuell interpretiert werden müssen, auch wenn das natürlich auch in der Forschung oft passiert. Also natürlich beschäftigt sich gerade Verliebtheitsforschung auch sehr viel mit Limerenz im Kontext von Verliebtheit, wo wir in der Forschung eigentlich schon von Beginn an damit herangehen, dass wir diese Limerenz jetzt als Verliebtheit und als romantisch interpretieren, beziehungsweise auch als romantisch-sexuell. Aber das ist dann auch gleich wieder ein anderes Thema, also unter welchem Blickwinkel wir eigentlich überhaupt zu forschen anfangen. Und dadurch dann auch Ergebnisse interpretieren. Genau, und nebenher, wenn wir gerade von Verliebtheit und Limerenz sprechen, würde ich vielleicht noch hinzufügen, nur für den Rest der Folge, wir sprechen heute von Limerenz und von Verliebtheit, aber nicht nur Limerenz und Verliebtheit haben zwar Schnittmengen, unterscheiden sich aber, sondern Liebe und Limerenz unterscheiden sich auch. Also Limerenz ist nicht dasselbe wie Liebe und Liebe ist auch nicht dasselbe wie Verliebtheit. Vielleicht kriegen wir das ein bisschen in dieser Folge herausgearbeitet. Ja.
Dann würde ich noch vorschlagen, was wir noch klären sollten, ist, was ist nicht Limerenz? Da gibt es zwei Punkte. Also so einerseits haben wir natürlich Personen, die gerade im Augenblick keine Limerenz empfinden und die wir deswegen als nicht limerent bezeichnen, so wie wir eine Person, die gerade Limerenz erlebt, als limerent bezeichnen. Andererseits benutzt Dorothy Tanoff den Begriff in ihrem Buch aber auch für Personen, die überhaupt keine Limerenz empfinden. Also Dorothy Tanoff hat Interviews gemacht mit sehr vielen Leuten auch über eben diese Erfahrungen und über Limerenz oder über ihr Leben von Limerenz und ist dann relativ schnell draufgekommen, dass es auch Menschen gibt, die keine Limerenz empfinden und dass das gar nicht so krass selten ist. Und die können wir auch als nicht limerent bezeichnen. Und hier wäre zu sagen, dass manche Personen auf dem aromantischen Spektrum, natürlich nicht alle, auch nicht limerent sind. Also eine Person kann natürlich aromantisch sein oder auf dem aromantischen Spektrum sein und dennoch Limerenz erleben. Aber zum Beispiel ich, nachdem ich tatsächlich bislang in meinem Leben noch nie Limerenz erlebt habe und also ich meine, kann natürlich auch immer mal kommen, aber ich sag mal, ich rechne jetzt nicht damit, kann mich auch als nicht limerent bezeichnen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zum Eingemachten. Was sind denn überhaupt die Merkmale von Limerenz? Und ich fange da einfach mal an. Also die häufigsten Merkmale, die genannt werden, sind Sensibilität für und ständiges Kreisen der Gedanken um die geliebte Person, sehnsüchtige Hoffnung und Erwiderung der Gefühle und schwankende Gefühlszustände allgemein, Angst vor Zurückweisung und stark ausgeprägte Schüchternheit, Ausblendung oder Umdefinieren negativer Attribute der geliebten Person, Schmerzen, Druckgefühl in der Herzgegend bei großer Unsicherheit. Und ich muss sagen, ich kenne die übrigens alle. Ich würde noch hinzufügen, ich würde vielleicht ein bisschen ausführen zu dem Ausblenden und Umdefinieren negativer Attribute. Es müssen nicht immer negative Attribute sein. Es können auch einfach unpassende Sachen sein. Stimmt, ja. Also ich sagte immer, die eine Person, die sich in mich verliebt hat und so einen großen Kinderwunsch hatte und ich ihm einfach fünfmal erklärt habe, ich will aber wirklich keine Kinder. Und dann kam mir, ach, das wird schon irgendwie, das ist alles, passt dann alles. Und ich so, nö. Aber das ja, kam stimmt. Einfach, also das kam nicht durch und da... Also ich glaube, das ist halt auch einfach, wenn da so viel los ist, auf hormoneller Ebene und so, das ist, glaube ich, dann auch einfach unpassende Sachen, die umdefiniert werden. Also ist ja weder böse von ihm, dass er einen Kinderwunsch hatte, noch böse von mir, dass ich keinen hatte oder negativ, sondern einfach unpassend. Und das ging in dem Hirn irgendwie nicht, also in dem Moment nicht zusammen durch die Limerenz. Oder ja. Es kam nicht so an. Aber das klingt wirklich nach frustrierenden Gesprächen, die du da führen musstest. Ja, genau. Beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass er halt, dass dadurch, dass die Person, dass er so stark limerent war und so stark verliebt war, halt immer die Vorstellung hatte, wie es doch klappen könnte. Obwohl es einfach für mich halt kein machbarer Kompromiss war und für ihn wahrscheinlich auch kein guter gewesen wäre. Und das, also ich glaube, da färbt einfach auch das, was hormonell los ist im Gehirn, ganz viele Gedanken und Wahrnehmungen und Urteile ein. So. Ich kenne das ja auch so ein bisschen. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne in einer eigenen Wohnung ganz alleine lebt. Und immer wenn ich limerent bin, kann ich mir das prima vorstellen, mit einem anderen Menschen eine Wohnung zu teilen und finde das ganz toll. Aber wenn die Limerenz abklingt und selbst wenn ich dann, wenn das bei mir tatsächlich in eine Bindung übergegangen ist, möchte ich mit der Person nicht in einer Wohnung leben. Wenn die Limerenz weg ist, möchte ich das nicht mehr. Aber das blende ich grundsätzlich währenddessen aus. Eigentlich sollte ich das langsam wissen. Und es passiert immer wieder. Aber gut. Ups. Ja. Also ich tue mir ganz schwer, das vorzustellen. Also ich rede dann, ich habe da halt mit Leuten drüber geredet und ich habe das erlebt, wie es andere Menschen mir gegenüber oder die limerent waren mir gegenüber oder deren Limerenz auf mich gerichtet war, wie sich das ausgewirkt hat. Aber ich finde das voll schwierig, mir persönlich vorzustellen. Ich kann ja
Ich kenne ja alle diese Merkmale von Limerenz auch von mir. Und was besonders viel in mir auslöst, ist dieses Merkmal, das ständige Kreisen der Gedanken um die andere Person. Wenn mir das in der Regel so irgendwie gar nicht in die Alltagsplanung reinpasst, dann sitze ich daheim und denke mir, hey, jetzt könnte ich ja einen Film gucken, jetzt könnte ich irgendwas malen oder irgendwas Schönes machen, irgendwo mit Leuten quatschen und mein Gehirn sagt, nein, da ist irgendeine Person, du musst über sie nachdenken, deine Gedanken müssen um sie kreisen, das ist wichtiger als andere Dinge und auch ein bisschen wichtiger als Essen und Schlafen. Und das ist mir dann richtig unangenehm teilweise. Auch so ein bisschen die Kontrolle, dieses Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben über mein Gehirn, über das, was ich gerne machen würde eigentlich. Darf ich was fragen dazu? Ja, bitte. Weil du gerade gesagt hast, also ich komme jetzt wahrscheinlich, ist mir die Frage genau deswegen eingefallen, weil du gerade spezifisch was, also irgendwas künstlerisch machen, ich glaube Zeichnen erwähnt hattest, aber dann das Gefühl hast, dass du da nicht die Kontrolle drüber hast, weil du lieber die Person nachdenkst, ist es wirklich so, dass Sachen dann gar nicht gemacht werden können oder dass du einfach nur über die Person nachdenkst, weil mein erster Gedanke, aber das ist halt wahrscheinlich auch einfach, weil ich absolut nicht limmerent bin und keine Ahnung habe, wie das ist, ist, wie ich mit allen jedem oder allen Gefühlen oder emotionalem Input umgehe. Ich zeichne einfach, während ich drüber nachdenke oder mache andere Sachen, während ich drüber nachdenke, also gerade kreative Sachen. Jetzt wollte ich fragen, ob das da funktioniert das so gar nicht, weil du einfach das Gefühl hast, du musst jetzt speziell nur an die Person denken, oder wie ist das? Ich glaube, was dieses Gefühl von Limerenz in mir auslöst, ist, dass ich nicht mehr die Fähigkeit habe, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Also alles, was Konzentration erfordert, geht dann plötzlich nicht mehr. Ich mache mal einen Vergleich, der möglicherweise ein bisschen komisch ist, aber der das für mich sehr gut beschreibt. Wenn ich krank bin und ich bin irgendwie erkältet oder verschnupft oder habe eine Grippe, dann ist mein Gehirn auch ganz schön zu und ganz schön neblig. Wenn ich dann auf die Idee komme, hey, jetzt was malen würde ja Spaß machen, sagt mein Gehirn auch, nein, du kannst dich gerade nicht konzentrieren. Jeder Gedanke, der komplexer ist als 10 Sekunden, der geht jetzt gerade nicht. Und so ein bisschen ist es auch mit Limerenz. Also auch da würde mein Gehirn dann sagen, nein, das andere ist gerade wichtiger. Jeder komplexe Gedanke muss um diese Person drehen und nicht um andere Dinge. Finde ich voll spannend, weil bei mir ist das zwar in großen Teilen ähnlich, wie du beschrieben hast. Also meine Gedanken kreisen auch sehr um die Person und das kann auch manchmal zu unpassenden Situationen stattfinden. Das habe ich aber in einer anderen Folge schon mal schön ausgeführt mit einer Müsli-Packung für die, die die Folge schon gehört haben. aber egal. Aber ich muss sagen, bei mir ist das ja auch über den Tag unterschiedlich. Also das kann mich jetzt zum Beispiel bei der Arbeit oder so sehr einschränken, weil ich immer wieder meine Gedanken abrutschen hin zu der Person, aber es tun sie nicht durchgehend. Und gerade wenn ich eine Tätigkeit finde, die mir sehr viel Spaß macht, die mir sehr am Herzen liegt, dann kann ich das mit dem Gedankenkreisen tatsächlich auch mal für eine gewisse Zeit ausschalten. Aber wenn ich irgendwas in mein Blickfeld gerät, was mich wieder an die Person erinnert, dann sind sie wieder da. Also es ist schon ein bisschen nervig, aber ich würde sagen, ich bin nicht 24/7 dem ausgeliefert, aber doch schon dann sehr häufig. Ich bin sehr Aber gut, das ist neidisch. wahrscheinlich bei jedem Menschen anders. Ja, ich bin sehr neidisch. Klingt angenehmer als bei mir. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch einfach so sehr unterschiedliche Intensitäten oder auch eben, wie du sagst, bei jedem Menschen unterschiedlich, aber gegebenenfalls auch einfach unterschiedliche Stärken von Limerenz. Ja, vermutlich. Ich würde sagen, lasst uns doch mal, wir haben ja der Community eine Frage gestellt. Ich würde die mal vorlesen und dann können wir ja vielleicht selber nochmal darauf antworten, wenn uns noch was einfällt. Ansonsten einfach mal Antworten vorlesen. Und zwar haben wir gefragt, könnt ihr beschreiben, wie sich Limerenz für euch anfühlt? Also da haben wir nochmal die Merkmale beschrieben. Genau, ich glaube, die muss ich nicht nochmal vorlesen. Also einfach die Frage, könnt ihr beschreiben, wie sich Limerenz für euch anfühlt? Ja, und wir haben hier eine Antwort zum Beispiel bekommen, die so ein bisschen ähnlich ist mit dem, also wie es mir dann auch geht, denn auch hier wird gesagt, die Gedanken kehren sehr, sehr leicht zur geliebten Person zurück. Ich habe große Unsicherheit, ob die Person mich auch mag. Höre ich länger, also mehr als 8 Stunden, nichts von der geliebten Person, werde ich sehr unsicher, was sie von mir hält. Es ist schwer, sich auf anderes zu konzentrieren. Auf der anderen Seite, das Leben hat Sinn. Ich bin sehr neugierig auf die geliebte Person.
Andere Probleme erscheinen angenehm einfach und leicht lösbar. Ja, das kann ich mitgehen. Auch mit der anderen Seite. Das stimmt. Das Leben hat irgendwie Sinn. Irgendwie hat, also bei mir hat Limerenz nicht nur Negatives, sie hat bei mir auch Positives. Irgendwie, also manchmal ist es echt mies, wenn man sich quasi in die Gedanken verrennt. Aber manchmal ist es auch total schön und ja, gefühlt schwebe ich überall so einen halben Zentimeter über dem Boden. Ja. Ich würde dann kurz die nächste Antwort vorlesen. Da hat eine Person einfach so Punkte aufgelistet, und zwar Gedanken kreisen um die Person. Man wünscht sich die Nähe dieser Person. Man hat das Gefühl, als würde ein Teil von einem am liebsten davonfliegen zu der anderen Person. Es unter Anführungszeichen zieht einen dahin. Ich knülle im Schlaf Kissen und Bettdecken und drücke die ganz fest an mich vor lauter Sehnsucht. Ich glaube, ich lese gleich die nächste vor. Gedanken sind sehr oft bei der Person, werden auch in Tagträumen mit eingebunden. Zudem wird die soziale Batterie mit dieser Person zusammen kaum oder sogar gar nicht belastet. Aus eigenen Unsicherheiten entstehen natürlich auch Ängste und schwere Gedanken, aber daran kann vor allem durch Kommunikation gearbeitet werden. Das war übrigens eine Ace-Person. Und dann haben wir noch Angst vor Zurückweisungen, Bauchschmerzen, große Unsicherheit, Überforderung, Selbstzweifel. Das sind auch Punkte, die ich sehr nachvollziehen kann. Also auch diese Sache mit der Angst vor Zurückweisung. Ich finde es dann immer auch ein bisschen gruselig, dass es dann plötzlich in deinem Leben eine andere Person gibt, die super viel Macht über dich hat, die dir richtig wehtun kann, wenn sie dich zurückweist, aber eigentlich kennt man sich noch gar nicht so richtig. Das ist ja was anderes als zum Beispiel eine beste Freundin, die auch super viel Macht über einen hat, die einen auch zurückweisen kann und das dann auch super wehtut. Aber diese Person hat man sich ja sehr bewusst ausgesucht und man kennt sie seit langem und man kennt sich untereinander, man ist eingegroovt miteinander. Die Tatsache, dass plötzlich eine eigentlich noch sehr fremde Person dieselbe Macht hat, finde ich auch immer sehr gruselig. Das finde ich zum Beispiel auch total spannend, weil das kann mir ja zum Beispiel gar nicht passieren. Dadurch, dass ich demiromantisch bin, kenne ich die Person und ich bin auch grundsätzlich mit der Person schon auf irgendeine Weise befreundet, weil sonst, das ist die Grundvoraussetzung, dass es mir überhaupt passieren kann, dass ich mich verliebe und dass ich auch limerent werden kann. Daher besteht die Gefahr in der Hinsicht nicht, aber es besteht halt die Gefahr, dass es gegebenenfalls das freundinnenschaftliche Verhältnis belasten könnte. Aber ich muss sagen, ich war schon in befreundete Menschen verliebt. Mit zweien davon bin ich zusammengekommen und in den anderen Fällen, manchmal habe ich es nicht gesagt, ein, zwei Personen habe ich es gesagt und es ist immer gut ausgegangen bei mir. Also ja, da habe ich aber auch vielleicht einfach nur Glück gehabt. Ich finde das super spannend, was du gesagt hast, Frederik, mit, dass eine fremde Person so viel Macht über einen hat. Ich meine, mit meinem etwas komplizierten Verhältnis zu Vertrauen und so weiter, finde ich das auch bei Personen, die ich lange kenne, teilweise ängstigend. Nicht mehr so schlimm, aber schon auch. Aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das eine. Nee, doch, eigentlich kann ich es mir schon vorstellen, weil sowas auch sehr schnell gehen kann. Auch auf jeder nicht-limerenten Ebene. Also, es ist vielleicht nicht immer so einfach, aber dass es dann auch noch auf so einer hormonellen Basis läuft irgendwie und das ist so, ich sag mal, ganz, also was ist ganz unkontrolliert, aber es hört sich halt sehr unkontrolliert an für mich, das kann ich mir dann, glaube ich, doch schwer vorstellen. Aber was mich noch interessieren würde, ist, weil du gesagt hast vorher, du findest Limerenz eigentlich nicht so schön und angenehm. Willst du dazu vielleicht noch was sagen? Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Zusammensetzung aus ganz vielen Dingen, die schon gesagt wurden und die ich schon gesagt habe. Ich mag den Kontrollverlust nicht, ich mag dieses Gedankenkreisen nicht, aber auch, also ich finde, Limerenz ist nicht auf ein Ziel gerichtet bei mir. Viele Leute, es gibt Menschen, die haben mir zum Beispiel mal gesagt, sie mögen diese Frischverliebtheitsphase, so haben sie es genannt, die mögen sie nicht, weil das dann so turbulent ist, das finden die auch irgendwie nicht so angenehm, aber dann kann es ja in eine Liebesbeziehung übergehen und das ist dann quasi die Belohnung.
Dann hast du dieses vertraute Verhältnis mit der anderen Person, man plant so ein bisschen die Zukunft miteinander und so weiter. Und das habe ich ja alles so erstmal nicht, weil ich die Limerenz nicht verbinden kann mit anderen Anziehungsarten. Weil mein Gehirn nur kreist über die andere Person, aber ich nicht gleichzeitig das Bedürfnis habe, dass etwas Romantisches entsteht oder Sexuelles oder Platonisches. Sollte das nachher irgendwie passieren, ist das eher so ein Nebenprodukt, was nichts zu tun hat mit der konkreten Limerenz. Das heißt, ich sehe vor allem, mein Körper verhält sich ganz komisch und auf eine Art und Weise, wie meine Routinen komplett durcheinander geworfen werden und wie ich nur negative Effekte davon habe, ohne dass die Chance besteht, dass da irgendwas Positives für mich rauskommt. Dann verstehe ich da ehrlich gesagt auch den Frust, weil ich habe ja das Glück, bei mir kann da was Positives rauskommen und es kann bei mir eine Bindung, in welcher Art auch immer. Es muss jetzt für mich auch nicht gezwungenermaßen eine romantische Bindung sein. Aus dem einen ist im Endeffekt, sage ich mal, bei mir eine sehr enge Freundinnenschaft geworden, auch wenn es eben auf romantischer Anziehung ursprünglich mal basiert hatte. Aber bei mir kann da halt was rauskommen. Das läuft bei mir nicht ins Leere. Und ich glaube, wenn bei mir das ähnlich wäre wie bei dir, dann würde es mich wahrscheinlich auch nur so, auch nur frusten. Ich muss sagen, also besonders schön finde ich den Zustand auch nicht, aber er hat auch positive Seiten. Deswegen würde ich sagen, ich stehe dem Ganzen recht ambivalent gegenüber. Ich denke auch noch ein bisschen darüber nach, was du eben gesagt hast. Ich habe ja eben in so einem Nebensatz gesagt, Limerenz ist ja häufig eine Sache, die man ganz am Anfang hat, wenn man sich noch sehr fremd ist. Und das klang aber bei dir gerade anders, als du gesagt hast, du als Person, die demiromantisch ist, da muss erstmal irgendwie, also verstehe ich dich richtig, erstmal eine Freundschaft da sein, bevor dieses Gefühl kommt, also ein vertrauteres Verhältnis. Das ist ja auch interessant, dass wir das Also irgendwie in anderen genau, Zeitpunkten haben. ich habe mich noch nie verliebt und es ist noch nie Limerenz verstanden, wenn ich die Person nicht mindestens, also der kürzeste Zeitraum, der mir inzwischen aufgefallen ist, das war aber nur eine Verliebtheit, das war noch nicht gleich Limerenz, aber es hätte eine werden können, wenn ich es nicht vorher bemerkt hätte und das Gefühl hätte auslaufen lassen, waren 11 Monate. Das war das kürzeste, im Schnitt ein Jahr oder länger, bevor überhaupt die ersten, sag ich mal, Anzeichen, dass ich mich verliebe, bei mir auftreten. Und ich muss noch dazu sagen, ich bin ja aplatonisch, das heißt, vorher ist auch nichts da. Das ist die erste Anziehung, die überhaupt irgendwie entstehen kann, ist romantische Anziehung, aus der sich bei mir halt eine Limerenz entwickeln kann. Und die entwickelt sich inzwischen bei mir auch kaum noch, weil ich jetzt romantische Anziehung bei mir schon in den, ich sag mal, ersten Zügen erkennen kann. Kann ich das, wenn ich es nicht haben will, meistens sogar verhindern, dass es überhaupt limerent wird, indem ich das Gefühl annehme. Ganz wichtig, sage ich ja immer, Gefühl, das Gefühl muss ich dann annehmen. Wenn es nachher limerent ist, dann geht das auch nicht mehr so einfach bei mir. Ja. Das ist ja interessant, weil ich habe so für mich als Faustregel gemerkt, wenn die Limerenz nicht kommt nach 2 Wochen, kommt sie gar nicht mehr. Und das ist ja schon eine sehr große Spanne zwischen 2 Wochen und 11 Monaten. Ja. Interessant, wie sowas Wie sein gesagt, das kann. war nur einmal 11 Monate. Und das halt jetzt nur ihr zwei. Ja. Wenn wir mehr Personen fragen würden, hätten wir wahrscheinlich noch mehr unterschiedliche Erfahrungen und Zeitspannen, denke Ja, ich. Also bestimmt. in dem Buch von Tennoff waren auch viele bei, bei denen das recht schnell ging, teilweise schon am selben Tag. Ja, also da war aber auch eine Bandbreite, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, mit drin. Aber bei einigen ging das auch ziemlich schnell. Also da bin ich mit meiner Demiromantik wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ach, ich weiß es nicht. Müsste man erst eine Studie drüber machen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar lautet die: Möchtet ihr von einem Erlebnis berichten, wo sich eine Person in euch verliebt hat? Wie habt ihr das erlebt? Und ich habe ja vorher von einem Erlebnis schon erzählt mit einer Person, die etwas anstrengend war. Ist schon öfters mal vorgekommen, aber im Kopf bleiben mir auf den ersten oder aufs erste drüber nachdenken halt immer diese anstrengenderen Erlebnisse. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen nervig, dass das Gehirn so funktioniert, aber das tut es leider manchmal. Nee. Ja, das lag aber, dass das so anstrengend war, lag aber auch ein bisschen daran, dass die Person generell, also
Die war jetzt nicht übergriffig oder ungut, aber sie hat sich sehr schwer getan, Nein zu akzeptieren. Und er hat es dann halt immer wieder versucht, so. Über einen sehr langen Zeitraum, der eigentlich, den ich nicht mehr adäquat fand, weil ich schon mehrfach klar Nein gesagt habe oder möglichst klar halt. Ja, das hat's ziemlich anstrengend gemacht, aber es ist nicht immer ganz so schlimm. Kann auch sehr gut, also es kann auch okay laufen, tatsächlich. Noah, ich glaube, du wolltest auch was erzählen. Ja, ich kann dazu was erzählen. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich glaube, ich kriege das gar nicht immer mit, wenn sich Menschen in mich verlieben. Dann haben sich ja auch Menschen in mich verliebt, in die ich auch verliebt war. Das war dann sehr praktisch. Und ja, ein Erlebnis ist mir noch in Erinnerung geblieben. Das war, bevor ich mich das allererste Mal verliebt hatte. Da hätte ich das Label aromantisch gekannt, hätte ich mich als aromantisch definiert. Also vollständig aromantisch. Was heißt vollständig? Ihr wisst, was ich meine halt. Ich hätte gedacht, dass ich nicht in der Lage wäre, mich verlieben zu können. Was ich aber dann später ja doch tat. Weil, ja, kam bei mir halt sehr spät. Und jedenfalls war ich irritiert. Die Person hat das auch nicht direkt gesagt. Die hat immer nur wieder Andeutungen gemacht und immer wieder und immer wieder. Und irgendwie fand ich das strange. Das kam mir komisch vor und ich hatte am Anfang so ein bisschen so Abstand gehalten. Ich bin immer so ein bisschen so weggegangen. Aber ja. War jetzt auch nicht extrem schlimm und ich habe mich ja dann ein paar Monate später dann auch in die Person verliebt. Damit war die Sache dann gegessen. Frederik, wie sieht's denn bei dir aus? Das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil es mir da auch so ein bisschen geht wie dir. Es fällt mir ganz schwer zu merken, wenn andere Leute verliebt in mich sind. Ich verstehe schon, wenn sie irgendwie eine Form von Anziehung zu mir haben, zum Beispiel dann viel mit mir reden wollen oder sich für mich interessieren. Aber dann fällt es mir sehr schwer, da Unterscheidungen zu sehen. Ist es platonische Anziehung oder ist es Limerenz? Ganz, ganz schwierig zu differenzieren. Ja, das, ich wollte sagen, ich finde das spannend, dass ihr sagt, dass ihr euch schwer tut, das zu bemerken, sage ich mal. So, und ich glaube nicht, dass ich immer weiß, wenn Menschen mich verliebt sind, aber ich habe schon, wenn ich jetzt mehr darüber nachdenke, an Situationen, wo Menschen sich in mich verliebt haben, das Ding ist halt schon, dass Menschen dazu neigen, das irgendwann mal zu sagen. Oder nicht alle natürlich. Wie du auch sagst, es gibt Leute, die machen Andeutungen oder so. Aber ich hatte in meiner Erfahrung war es schon öfters so, dass die Personen, die sich in mich verliebt haben, zum Teil, also jetzt nicht alle so sehr offensiv waren, aber ich hatte schon immer wieder Menschen, die da schon sehr offensichtlich waren, bis hin sehr anstrengend. Und einmal auch eine Person, die es dann mir auch gesagt hat, die weniger, also die Person war aber weniger anstrengend, aber sie waren schon alle, also es war schon sehr klar, sage ich mal. Ja, nee, sie haben das halt bei mir nicht immer gesagt. Was ich noch anmerken wollte, weil das eben gerade mit platonisch oder Limerent, romantische Anziehung muss nicht immer Limerent sein. Das wollte ich an der Stelle nochmal betonen. Das muss nicht immer Limerent werden. Ja, aber du wolltest, glaube ich, eine Antwort vorlesen? Genau, denn auch zu der Frage haben wir ganz viele spannende Antworten bekommen. Zum Beispiel diese hier. Ich habe einen sehr sympathischen Menschen kennengelernt, mit dem ich mich super unterhalten konnte und viel Spaß zusammen hatte. Wir kamen uns näher und haben uns schließlich auch geküsst. Relativ bald aber wurde mir bewusst, dass sich diese Beziehung falsch angefühlt hat. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht benennen konnte, was das Problem war, bin ich in dieser romantischen Beziehung geblieben. Als ich mit den roten Herzen und Liebesbekundungen, die er mir häufig geschrieben hat, überfordert war und sie nicht erwidern wollte, habe ich festgestellt, dass ich ihn platonisch mochte, aber nicht romantisch. Weil ich keine Möglichkeit gesehen habe, diese Beziehung fortzuführen, ohne mich schlecht zu fühlen, weil ich etwas gemacht hätte, das ich nicht wollte und ihm Gefühle vorgespielt hätte, die ich nicht hatte, habe ich Schluss gemacht. Das hat mir noch lange bedauert, weil er ein wirklich netter Mensch war, mit dem ich gerne befreundet geblieben wäre. Aber leider habe ich platonische und romantische Anziehung verwechselt. Also auch hier haben wir eine Person, die anscheinend genauso wie ich gar nicht so gut darin ist, diese Anziehungsformen auseinanderzuhalten oder bei anderen Leuten zu sehen.
Wobei ich auch sagen möchte, also es ist natürlich immer total legitim, eine Beziehung zu beenden, wenn Gefühle nicht da sind oder auch aus jedem beliebigen anderen Grund. Aber ich möchte nur noch kurz sagen, dass für andere Personen es auch total legitim sein kann, platonische Anziehung zu empfinden für eine Person und mit der in einer romantischen Beziehung zu sein. Also, dass es nicht, ich würde nicht sagen, dass der Default ist, es wird etwas vorgespielt. Also, ich finde das total legitim, auch zu sagen, hey, ich empfinde hier platonische Anziehung oder irgendeine andere Version von Anziehung, Ebene von Anziehung, aber eben keine romantische Anziehung und ich bin trotzdem in einer romantischen Beziehung mit einer Person, die romantische Anziehung für mich empfindet. Also, das ist ja auch eine absolut legitime Entscheidung und ein legitimes Erleben und der Vorwurf, oder wenn die Person, die andere Person sagen würde, die Person spielt dir etwas vor, dann fände ich das schon auch ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ich würde dazu wollte dazu auch noch sagen, im Prinzip, was Finn schon meinte, aber es ist ja auch nicht, genau, es ist deswegen kein Vorspielen und wenn man kommuniziert, kann man vielleicht das auch noch irgendwie die Beziehung aufrechterhalten. Ob es dann nun romantisch ist oder vielleicht in eine freundschaftliche Beziehung ausläuft, das wäre ja alles möglich. Natürlich muss man dazu auch sich sicher genug fühlen, darüber sprechen zu können. Aber genau, das muss deswegen ja kein Grund sein, das zu beenden. Aber natürlich kann es auch manchmal gut sein, zu sagen, wir machen hier erstmal einen Cut an der Stelle und treffen uns vielleicht später wieder. Oder es ist natürlich auch legitim zu sagen, das geht gar nicht mehr und hier ist einfach Ende. Ja, beziehungsweise kommt doch immer darauf an, was für eine Beziehung die Person überhaupt möchte. Und wenn die Person, die das jetzt geschrieben hat, zum Beispiel sagt, ja, ich wollte eigentlich nur, ich möchte eigentlich nur eine romantische Beziehung, wenn ich romantische Anziehung empfinde, was ich nicht tue, dann ist es ja auch legitim zu sagen, hey, nö, ich will das nicht. Und das ist nicht meine Beziehungsform oder ich will mich gar nicht verpartnern oder was auch immer dann die Sache ist. Es ist halt dann für jede Person auch wieder so ein bisschen anders. Genau. Ich würde vorschlagen, wenn ihr nichts dagegen habt, lese ich einfach mal die nächste Antwort vor. Okay. Die nächste Person hat geschrieben, unangenehm, weil keine Ahnung, wie damit umgehen. Hilflos, Ghosting, weil ich sonst nicht wusste, was tun und mich selbst auch nicht verstanden habe. Finde ich im ersten Moment mal, also die Überforderung finde ich im ersten Moment mal verständlich. Also im Idealfall finden wir dann alle bessere Lösungen, damit umzugehen, als eine Person zu ghosten natürlich. Aber die Überforderung als Gefühl und das Unangenehme oder das Nichtwissen, wie mache ich das jetzt, ist im ersten Moment ja auch ein valides Gefühl. Und das ist nicht immer leicht, dann darauf gut zu reagieren und dann klar bei diesem Hey, nein zu bleiben. Und dann, wenn der Person so wirklich nicht aufhört, dann macht es vielleicht auch Sinn, eben nicht mehr zu antworten. Aber die Situation beurteilen ist natürlich schwer jetzt von, ohne viel drüber zu wissen. Eine Antwort haben wir noch. Mag die jemand vorlesen? Ja, die ist auch super interessant. Da wurde geschrieben, da es bisher meines Wissens nur dann wirklich geschehen ist, wenn es erwidert wurde, hat es demnach zu einer Beziehung geführt und war entsprechend angenehm. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich bisher immer länger gebraucht habe, um Gefühle zu entwickeln und daher die Aktionen zum Näherkommen eher vom Gegenüber entsprungen sind. Das ist dann wieder eher die positivere Seite, wie Noah schon erwähnt hat. Ja, genau, das ist eher die positive Seite. Ich war jetzt gerade nur selber am Überlegen. Nee, bisher, wenn ich eine Beziehung hatte, den Start musste ich geben, weil ich dann irgendwann es nicht mehr ausgehalten habe und dann gesagt habe, okay, ich glaube, ich mag dich ein bisschen mehr als gewöhnlich. Ich habe niemals das Wort, ich bin verliebt übrigens im Mund genommen. Und ich habe auch niemals gesagt, ich liebe dich. Ich weiß nicht, ich mag diese Phrasen nicht wirklich. Aber dann war es auch die andere Person, nachdem das dann beschlossen war, die quasi ja mehr die Aktion zum Näherkommen gestartet haben. Also physisch näher kommen. Ja. Wollen wir dann einfach direkt zur nächsten Frage weitergehen? Ja, gern. Ja, die hat gelautet: Möchtet ihr von einem oder mehreren Erlebnissen erzählen, wo ihr Limerenz bzw. starke Verliebtheit erlebt habt? Wie sieht's da denn aus bei euch? Ja, weiß nicht. Also spezielles Ereignis
Fällt mir jetzt nicht ein. Also ich weiß, einmal, wo ich Limerent war, hat mich das stark von der Arbeit abgehalten. Das war richtig nervig, weil ich irgendwie immer wieder an die Person gedacht habe und ich mich wirklich starke Konzentrationsschwierigkeiten hatte auf Arbeit. Aber das ging halt mit der Zeit. Ja, also ich habe jetzt kein festes Ereignis in dem Sinne, außer halt die Müsli-Geschichte, die ich vorhin angesprochen habe, aber die habt ihr schon gehört. Also wenn diese Folge hier erschienen ist, dann habt ihr die schon gehört. Nee, weiter nichts. Frederik, möchtest du was erzählen? Ich glaube, meine Erlebnisse gehen stark in die Richtungen, die ich bisher schon so angedeutet habe. Da gibt es, glaube ich, keine interessanten Geschichten, die man da so erzählen könnte. Aber wir haben ein paar interessante Geschichten bekommen. Zum Beispiel wurde uns geschrieben, ich fühle Verliebtheit immer sehr stark, wobei sich das Gefühl gegenüber Frauen sehr schön und romantisch anfühlt, während es gegenüber Männern eher schmerzhaft sich anfühlt. Jedoch ganz egal welches Geschlecht, ich denke immer an diese Personen, ob vor dem Schlafen oder in der Arbeit. Ich fühle nichts Sexuelles, jedoch denke ich oft eher an romantische Gesten mit besagten Personen, zum Beispiel umarmen oder küssen. Oft kann auch deren Gefühle und Emotionen meinen kompletten Tag verbessern oder verschlechtern. Das finde ich zum Beispiel spannend, es geht mir ähnlich. Die Gefühle der anderen Person, wenn ich sie mitbekomme, können meinen Tag auch verbessern oder verschlechtern. Ja. So, meinst du so nach dem Motto, wenn es der Person gut geht, geht es dir auch gut und yep. Wenn es ihr schlecht geht, dann fühlst du mit. Dich auch schlecht? Genau. Also sowas wie eine starke Empathie mit der Person dann? Ja, aber 100%, ja. Das, was du beschrieben hast, kannst du das abgrenzen von zum Beispiel platonischer Freundschaft zu anderen Personen? Also fühlt sich diese Verbundenheit, diese Empathie anders an gegenüber FreundInnen? Also ich muss vielleicht nochmal erwähnen, ich bin aplatonisch. Ich kenne platonische Anziehung wirklich überhaupt nicht. Und ich würde einfach nur sagen, dass sie intensiver ist. Also ich bin grundsätzlich ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mich relativ einfach, glaube ich, zumindest in befreundete Menschen, bis zu einem gewissen Grad hineinversetzen und mitfühlen. Aber ich kann auch leichter entscheiden, okay, hier ist es gut an der Stelle. Naja, gelingt mal besser, mal schlechter. Aber wenn ich Limerent bin, dann kann ich diesen Abstand nur sehr schwer gewinnen. Dann habe ich einfach diese Distanz, diese natürliche Distanz nicht mehr. Also ja, ich kann das in dem Sinne unterscheiden. Und wie gesagt, platonische Anziehung ist da nicht. Platonische Bindung, ja, die kann ich aufbauen. Aber da ist ein Unterschied. Also romantische Anziehung, Limerenz ist einfach intensiver. Ich würde dann die nächste Antwort vorlesen. Und zwar hat eine Person uns geschrieben, wenn es sowas wie sensuelle Limerenz gibt, dann habe ich das vor kurzem verspürt, wo ich ein sehr starkes Verlangen nach Körperkontakt, Hände halten und kuscheln empfunden habe. Es hat sich auf der einen Seite nach einem sehr starken Drang bzw. Wunsch angefühlt, auf der anderen Seite hat es sich richtig angefühlt. Sonst würde ich sagen, dass ich sehr viel von der Person generell halte, ob ich aber auch eine romantische Limerenz verspüren kann ich nicht genau deuten bzw. eingrenzen. Also manche Teile einer Definition treffen zu, andere, Wunsch nach Beziehung, Angst vor Abweisung zum Beispiel, treffen nicht zu. Also ich denke, dass es auf jeden Fall eine sensuelle Limerenz geben kann. Soweit ich das sagen kann mit meinem eingeschränkten Wissen. Beziehungsweise mit meiner mangelnden Selbsterfahrung, sagen wir so, weil Wissen tue ich, glaube ich, ein bisschen was. Also ich erlebe es halt nur in Kombination, aber ich wüsste nicht, warum das nicht möglich sein soll. Ist halt so noch nicht erforscht. Also einzeln meine ich jetzt. Ja, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, wenn manche Menschen etwas, was sie als sensuelle Anziehung wahrnehmen oder so benennen, wenn sie das Wort haben, als Teil von Limerenz sehen können und sich aber die unterschiedlichen Anziehungen oder Ebenen, die mit Limerenz verbunden sein können, von Person zu Person variieren. Warum sollte es dann nicht möglich sein, dass Limerenz mit nur einer Anziehung in Verbindung gebracht wird oder gemeinsam auftritt? Und warum sollte das nur möglich sein, wenn es romantische oder sexuelle Anziehung ist? Warum sollte das nicht für sensuelle Anziehung auch möglich sein? So?
Also für mich ist die Existenz von sensueller Limerenz irgendwie eine Konsequenz daraus, wie ich von unterschiedlichen Menschen höre, wie Limerenz für sie sich auswirkt oder wie sie es beschreiben würden oder was damit verbunden ist für sich selber. Ja, ich glaube auch, dass das eine Einschätzung ist, wo unsere Community oder große Teile davon zustimmen würden, weil in unserer Umfrage haben ja auch sehr viele gesagt, dass sie Limerenz mit sensueller Anziehung verbinden. Also scheint das mehreren Leuten so zu gehen. Ja, und vielleicht verbinden es viele einfach mit, also da war ja mehrfach Antwort möglich, aber auch wenn eine Person sagt, ja zum Beispiel sensuelle, romantische und sexuelle oder vielleicht nur romantische und sensuelle oder nur platonische und romantische oder platonische und sensuelle, warum sollte nicht eine hypothetische Person auch nur sensuelle anwählen können? Also würde für mich keinen Sinn machen, wenn das nicht existieren würde, sage ich mal. Oder wenn es im Rahmen menschlicher Erfahrung nicht möglich wäre. Ich würde vorschlagen, wenn ihr mögt, lese ich mal noch die letzte Antwort vor. Und zwar hat die Person geschrieben, falls das Limerenz war, meine Welt drehte sich fast ausschließlich um meinen Schwarm. Ich habe andauernd an ihn gedacht und mein Umfeld mit meinen sehr detaillierten Schwärmereien über ihn genervt. Oder als ich meinen besten Freund mitten in der Nacht sehr enthusiastische 15 Minuten Sprachnachrichten über meinen Squish geschickt habe. Ich kann mich in diesem Zeitraum nicht empfehlen. Katastrophe. Ja, ich kann mich auch nicht unbedingt dann immer empfehlen. Katastrophe, ja. Allerdings haben die meisten gesagt, ich bin eine ziemlich lustige Katastrophe. Also die finden das eher niedlich. Ich möchte aber nicht niedlich sein. Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich es Katastrophe selber nennen würde. Ich glaube, das wird selbst stärker wahrgenommen. Also klar, wenn eine Person mit mir über monatelang über nichts anderes mehr redet, als über ihren Crush oder Squish, wird es wahrscheinlich mal irgendwann ein bisschen anstrengend. Aber an sich, wenn ich mit einer Person befreundet bin, höre ich ihr ja auch zu, wenn sie was beschäftigt. Und wenn es die 15 Minuten enthusiastische Sprachnachricht über ihren Squish ist oder ihren Crush oder wen über, von mir ist auch über die Person, die ihr beim Einkaufen über den Weg gelaufen ist und über die sie sich jetzt aufregt, weil keine Ahnung was. Also das sind ja Dinge, die mich selber erstmal nicht betreffen, aber wenn mir eine Person wichtig ist, dann interessiere ich mich ja für die Person. Und klar, wie gesagt, wenn sie nach 10 Monaten immer noch nur über die Person redet und nichts anderes mehr möglich wird, wird es anstrengend, aber sonst ist das ja nicht erstmal nicht schlimm. So. Ich glaube, so kriege ich das also im Großen und Ganzen auch gespiegelt, dass das die anderen Menschen gar nicht als so schlimm wahrnehmen. Und auch selber muss ich sagen, wenn befreundete Personen von mir gerade einen Quatsch haben auf jemanden, finde ich das, also genau wenn das jetzt nicht über 10, 12 Monate geht, finde ich das auch eher schön und höre mir das gerne an und freue mich einfach für die Person, dass sie da gerade so glücklich ist. Ja. Voll. Und ich meine, ja, was ich noch sagen wollte, die Person ist sich nicht sicher, ob das Limerenz war. Aber ich finde es trotzdem sehr schön, das in Bezug auf einen Squish hier jetzt auch zu lesen, weil das, glaube ich, auch nochmal die Bandbreite oder die mögliche Bandbreite anzeigt, wie Limerenz auch oder potenzielle Limerenz, sage ich mal, interpretiert werden kann oder auf welcher Ebene das gesehen werden kann und dass es nicht immer diese romantische Interpretation sein muss oder vielleicht auch einfach nicht immer ist so. Was jetzt nicht heißt, dass Limerenz in einem romantischen oder oder sexuellen Kontext keine Berechtigung hätte, hat auch eine Berechtigung. Aber es ist eben nicht nur das oder muss nicht nur das immer sein. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum typischen Verlauf, also den Phasen, in der eine Limerenz laut Tenhoff typischerweise ablaufen kann. Vielleicht vorneweg, Tenhoff unterscheidet hier 6 Phasen. Und sagt aber auch, dass selbst mit dem höchsten Grad, die Limerenz erreichen kann, man trotzdem gewöhnlichen Dingen des Lebens nachgehen kann und auch auf andere Ereignisse reagieren kann. Allerdings, dass es eben ein Teil der geistigen Tätigkeit doch sehr unter Kontrolle der Limerenz stehen kann
Und ja, es waren sehr viele Kants, aber ich denke, es ist wichtig, das so zu sagen. Und dann würde ich sagen, Finn, magst du noch was dazu sagen oder direkt einsteigen? Ja, also ich möchte nochmal erwähnen, dass die Limerenz natürlich, auch wenn Tennoff da so schöne Phasen ausgearbeitet hat, für jede Person sich auch ein bisschen anders anfühlen kann. Auch jede Phase kann natürlich so ein bisschen unterschiedlich sein, auch je nach Situation und Person. Und was auch wichtig ist, denke ich, ist, dass die Limerenz auch nach jeder Phase ausklingen kann. Also, dass es jetzt nicht immer in jedem Fall von einer Person Phase 1 bis 6 durchlaufen wird, sondern dass da jederzeit auch ein Cut sein kann oder ein Auslaufen passieren kann, je nachdem, was so passiert. Genau. Und dann hätten wir auch schon Phase 1. Phase 1 beschreibt Tennoff so als langsames Anfangen von Anziehung, Attraktion. Limerenz, sagt sie, setzt oft zu einem klar erkennbaren Zeitpunkt ein und kann dann auch zu diesem Zeitpunkt mit anderer Anziehung, zum Beispiel körperlicher Anziehung, körperlicher Attraktion verwechselt werden. Sexuelle Anziehung muss nicht vorhanden sein, kann aber vorhanden sein und ist vermutlich auch für viele allosexuellen Personen, also allosexuell, alloromantische Personen, dann auch vorhanden und mit der Limerenz verbunden. Das war Phase 1. Da können wir ja vielleicht mal beispielsweise so sagen, also Phase 1. In dem Moment ist es mir nicht unbedingt klar, aber hinterher kann ich eigentlich auch immer einen Zeitpunkt ausmachen, wo ich sagen kann, ja, ich glaube, da hat das so ziemlich eingesetzt. Das funktioniert bei mir schon. Zum Thema körperliche Anziehung, ja, nee, die ist bei mir meistens noch nicht am Anfang dabei. Also körperlich geht bei mir ja nur über sensuell. Sexuell habe ich gar nicht und die kommt auch nicht durch Limerenz. Verwechselt habe ich das früher mit platonisch, als ich noch dachte, ich habe platonische Anziehung. Habe ich gedacht, oh, jetzt mag ich jemanden nur irgendwie besonders mehr und habe dann erst in späteren Phasen gemerkt, dass das so ist. Aber inzwischen weiß ich das, deswegen verwechsle ich das nicht mehr wirklich. Ja, Frederik, magst du auch was dazu sagen? Ja, ich glaube auch, dass es bei mir einen klar erkennbaren Zeitpunkt gibt, den ich nachher auch zuordnen kann. Aber in der Regel, oder also eigentlich verwechsel ich das dann nicht mit anderen Attraktionen, weil ich ja generell keine anderen Attraktionen in Verbindung setzen kann mit Limerenz. Das sind ja was sehr, also sehr unterschiedliche Dinge für mich. Also da würde ich mich jetzt nicht wiedersehen. Finde ich spannend. Also ich finde das auch voll spannend mit diesem klar erkennbaren Zeitpunkt, zumindest im Rückblick. Weil ich mir das so irgendwie... Also ich finde das schwer vorzustellen. Andererseits ist ja vieles von dem, was ich über Limerenz weiß, etwas, was ich weiß, weil ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalten habe oder Sachen dazu gelesen habe oder mich damit beschäftigt habe und kann das aus eigener Erfahrung ja gar nicht nachvollziehen. Aber sehr spannend, ja. Ich glaube, weil ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen frage, warum erinnere ich mich retrospektiv noch an den Zeitpunkt? Denn häufig, weiß nicht, Noah, ob du mir da widersprechen oder zustimmen würdest, häufig sind das sehr banale Zeitpunkte. Die können zufällig irgendwann passieren. Das muss jetzt nicht irgendwie ein großer Moment sein, den man erlebt. Und ich glaube, jetzt kommt möglicherweise wieder ein auf den ersten Blick merkwürdiger Vergleich, aber in meinem Kopf macht er Sinn. Wenn ich mich sehr stark erschrecke, weiß ich noch teilweise Wochen später, wann und warum ich mich erschrocken habe, weil das so ein Spike an Emotionen gewesen ist. Und das ist möglicherweise so was Ähnliches. Weil das so ein Spike an Emotionen ist, erinnere ich mich später noch genau dran. Da könnte was dran sein, weil bei mir sind das teilweise auch banale Momente, die ich da so als Beginn verordnen kann. Also ich weiß noch bei der einen Situation, da haben wir über Parfüm oder irgendwas gesprochen und ich hatte gemeint, dass das Parfüm, was ich sehr gerne mag, dass es das gar nicht mehr gibt und die Person hatte mir Tipps gegeben und keine Ahnung, kurz danach ging das los. Also und das ist für mich völlig banales Gespräch, was wir einfach nur nebenbei hatten, aber ja. Spannend. Also wirklich spannend. Na gut, dann würde ich sagen, Phase 2. Tennoff beschreibt dann anfänglich eine eher heitere Phase, in der die Person, die limerente Person, quasi ein Gefühl von emotionalem Befreitsein hat. Und in der Phase, sagt Tennoff, können sich Menschen auch
mitunter zu mehreren Personen hingezogen fühlen. Also es kann gegenüber mehr als einer Person diese Intensität, sage ich mal, von Gefühl empfunden werden. Und dieses Gefühl bzw. die eigene Reaktion und dieses Befreiheitsgefühl wird auf die besonderen Eigenschaften der Person, auf die sich die Limerenz richtet, zurückgeführt. Wie ist das bei euch? Ja, doch. Also willst du zuerst, Frederik? Gerne. Ich glaube nämlich, hier bin ich raus. Erstens habe ich das noch niemals zu mehreren Personen gleichzeitig gehabt. Wobei ich ja eben schon gesagt habe, ich glaube, ich habe es seltener als andere Leute. Also, dass ich es einmal habe, ist schon irgendwie was Besonderes, was dann möglicherweise so alle 2, 3 Jahre mal passieren kann. Einmal bei 2 verschiedenen Leuten oder noch mehr kenne ich gar nicht. Aber auch diese heitere Phase, also wie positiv das dargestellt wird, auch das sehe ich irgendwie nicht. Das ist von Anfang an eher verbunden bei mir mit Verwirrung und Stress. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, du skippst diesen Teil quasi. Kann sein, ja. Okay, ich wollte noch was sagen zu diesem zu mehreren Personen, weil mich das interessiert. Also so wie ich das bislang sehe, ist es so, dass solange die Sache noch nicht ganz so intensiv ist, diese Möglichkeit zu mehreren Personen vielleicht noch besteht. Also das ist ja auch was Tenov nur bei dieser Phase quasi erwähnt und dann nachher nicht mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass mit zunehmender Intensität und zunehmendem Fokus auf eine andere Person die anderen dann in den Hintergrund treten und dann nur noch eine Person das, ich sage mal unter Anführungszeichen, Objekt der Limerenz sein kann. So. So ging es mir schon mal. Ich hatte das nur ein einziges Mal, dass es auf 2 Menschen am Anfang ging. Da war das so, wie du es eben beschrieben hast. Am Anfang hatte ich das für beide und fühlte mich super gut und irgendwie fand beide auch die Eigenschaften, mir haben einfach die Leute super gefallen und das hat sich dann aber mehr und mehr auf eine Person kristallisiert. Also ja, kann ich so im Grunde für mich zumindest bestätigen. Ich glaube auch, also wie gesagt, das ist ja jetzt nur aus meiner Perspektive, also bitte nicht zu sehr ernst nehmen und als wissenschaftliche Meinung, weil ich es einfach selber nicht weiß, sondern nur so ein bisschen von dem, was ich lese oder von anderen Leuten höre. Ich kann mir auch vorstellen, dass das je intensiver dieses Gefühl wird, umso mehr ist das ja auch ein Ausnahmezustand quasi. Und umso mehr Fokus ist da auch quasi und umso mehr, glaube ich, geht das auch vom körperlichen Ablauf her und von der geistigen Aufmerksamkeit, die eine Person hat, das dann für 2 Personen gleichzeitig weiterhin zu fühlen, stelle ich mir schon sehr, sehr anstrengend vor, bis nicht so gut möglich. Also wenn das jemand hat, dann voll gern bitte bei mir melden und erzählen. Das würde mich total interessieren und ich hätte, glaube ich, auch Fragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon allein deswegen so oft oder in vielen Fällen dann sich so fokussiert auf eine Person, selbst wenn vorher 2 da sind. Also wir haben ja gesagt, es kann sein, dass es in der Phase noch mehr als eine Person ist, auf die sich die Limerenz richten kann oder dass mehr Personen gleichzeitig möglich sind, aber muss ja nicht so. Ich glaube, mein Arbeitsspeicher mit zunehmender Steigerung der Limerenz ist auch einfach zu voll, dass es dann noch mehrere sein könnten. So fühlt sich für mich an. Aber wie gesagt, das war auch nur ein einziges Mal, dass ich 2 hatte, sonst war es immer nur eine. Frederik, ich glaube, du wolltest noch was sagen? Nee, ich höre interessiert zu. Okay. Aber ich kann den dritten Punkt vorlesen, wenn ihr wollt. Ja, voll gerne. Die dritte Phase. Bei Anzeichen der Erwiderung von Gefühlen tritt Euphorie ein. Gedanken beginnen zu kreisen. Die Gedanken drehen sich darum, was an dem Love Object so attraktiv ist. Oder die Person schätzt Eigenschaften an sich selbst, die möglicherweise das Interesse geweckt haben. Noah, wie sieht's da bei dir aus? Also das Gedankenkreisen setzt bei mir ein. Ich entdecke allerdings, bei mir kommt auch der erste Punkt, den wir genannt haben, Gedanken darüber, was an LO attraktiv ist, habe ich in gewisser Weise. Das sind bei mir aber ausschließlich Charaktereigenschaften.
Erst mit der Zeit stelle ich fest, oh, die Person hat aber auch ganz hübsche Augen. Aber hauptsächlich sind es bei mir tatsächlich Charaktereigenschaften oder ich bin halt jemand, der auf Menschen steht, die gerne Witze machen. Also gute Witze, versteht sich. Wenn ich die Witze nicht gut finde, dann nicht. Dann finde ich die Person halt besonders witzig und eloquent und so. Und das zieht mich so ein bisschen an. Das Zweite habe ich tatsächlich nicht. Ich entdecke an mir leider nie Eigenschaften, die besonders gut sind. Aber das könnte auch einfach mit meinem niedrigen Selbstwert zusammenhängen. Ich würde sagen, es geht auch ein bisschen, also was an jetzt einer Person attraktiv gefunden wird. Ob jetzt Limerenz oder irgendeine andere Form von Verliebtheit oder weniger intensiver romantischer Anziehung oder sonstiger Anziehung, das hängt ja auch immer von der Person an, ab selber. Also wenn du sagst, bei dir sind das bestimmte Charaktereigenschaften oder ein Humor, den du magst, dann ist das sich voll das Ding, aber ob da jetzt auch körperliche Attraktion dabei ist, ob da körperliche Merkmale dabei sind, ob da bestimmte Charaktereigenschaften sind und andere nicht, die auffallen. Das hängt ja komplett von der Person ab. So. Hier denke ich auch gerade so ein bisschen nach. Ich glaube, dieses Gedanken, also die Gedanken, die sich darum drehen, was so attraktiv an der anderen Person ist, habe ich vermutlich streng genommen schon. Denn wenn ich diese Limerenz spüre, dann frage ich mich ja automatisch, hä, warum? Warum diese andere Person? Was ist denn hier gerade los? Und dann denkt man ja automatisch sehr intensiv über die andere Person nach. Und häufig findet man ja auch Dinge, die dann interessant sind. So Menschen sind ja häufig interessant. Sie haben spannende Hobbys oder haben Eigenschaften, die man ästhetisch irgendwie attraktiv finden kann. Aber das bei mir nicht verknüpft mit diesem Gefühl von Euphorie, sondern eher auch wieder mit dieser Verwirrung. So, hä, warum? Und dann denkt man schon sehr viel nach, findet auch was, aber diese Verwirrung hört nicht so richtig auf. Auch wenn ich merke, ja, da sind Dinge an der anderen Person, die ich irgendwie spannend finde, an denen ich was abgewinnen kann. Auch da verstehe ich an diesem Punkt noch nicht so richtig, woher die Limerenz jetzt kommt. Ja. Also ich muss sagen, die Euphorie habe ich schon. Also ich habe dieses Hochgefühl, das habe ich. Das ist, genieße ich auch. Das ist so der Teil der Limerenz, den ich sehr schön finde. Aber was ich noch fragen wollte, Frederik, diesen zweiten Teil hast du auch nicht? Also das als Person, dass du was an dir selber beginnst zu schätzen irgendwie? Nee, ich glaube, ich schließe da automatisch von mir auf andere und denke mir, okay, wenn das bei mir so ganz komisch aus dem Nichts gekommen ist, ist es wohl auch bei der anderen Person ganz komisch aus dem Nichts bekommen. Denn die andere Person kennt mich ja dann genauso wenig, wie ich sie kenne. Also was soll sie dann so wirklich wissen über mich und wertschätzen an mir? Deswegen ist das auch eine Sache, die mir noch nicht so richtig, also wo ich jetzt nicht so richtig mitgehen würde. Ich denke, da sind Eigenschaften ist auch wieder so ein sehr breites Wort. Also zum Beispiel, es kann ja auch sein, die Person hat einen coolen Witz erzählt oder etwas, was ich voll cool fand, oder die Person hat einen Satz gesagt und den fand ich voll reflektiert, oder die Person hat, keine Ahnung, irgendein körperliches Merkmal, das ich sehr schön finde oder sehr anziehend finde. Das kann ja quasi auch alles sein, dass zum Beispiel, was weiß ich, so wie ich den Punkt verstehe, kann das oder ein bisschen auch so sein, dass einfach eine Person, die jetzt limerent ist, sich denkt, hey, ich habe jetzt gehört, was weiß ich, diese Person mag oder diese andere Person mag vielleicht, bleiben wir beim Humor, mag einen bestimmten Humor und dann versuche ich, und den habe ich vielleicht auch und wenn ich den auch habe, dann schätze ich das jetzt an mir, weil es ist ja cool, dass ich etwas habe, was die andere Person vielleicht mag und deren Aufmerksamkeit gewinnen kann. Oder was weiß ich, die Person mag schulterlange Haare und dann habe ich das vielleicht oder schneide es mir schulterlang, so nach dem Motto, vielleicht mag die andere Person mich dann auch mehr und erwidert das dann anders. Also so verstehe ich diesen Teil so ein bisschen. Und noch besser finde ich das halt bei, oder ein gutes Beispiel finde ich bei so Charaktereigenschaften, die eine Person vielleicht an sich selber eh schon sieht. Das ist dann vielleicht schon was, wo ich sagen kann, hey, das schätze ich jetzt voll an mir, weil ich habe das schon und das mag die andere Person vielleicht an mir jetzt auch. Und ich will ja, dass die andere Person mich mag, so nach dem Motto. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wie du das mit den Haaren gesagt hast. Vielleicht eine kleine Anekdote zum Auflockern.
Die erste Person, in die ich mich verliebt habe, männlich gelesen, ich glaube auch cis-männlich, hatte, als ich, also gut, am Anfang noch nicht, aber über längere Zeit, wie wir uns kennengelernt haben, hatte die ganz, also relativ lange Haare, längere Haare als ich, also ich habe etwa schulterlange Haare. Und ich persönlich fand das toll. Ich fand das total toll. Und die Person hat kurz bevor wir zusammengekommen sind, aus Verzweiflung, weil sie dachte, ich mag lange Haare nicht, sich die Haare komplett abgeschnitten. Und ich war eigentlich total traurig. Oh nein. Aber die Person war halt auch Limmerent und dachte, naja, vielleicht mag ich die langen Haare nicht. Doch, ich mochte sie. Oh no. Wie tragisch. Aber gut. Aber hey, wir haben eine gute Illustration dieses Punktes. Ja, genau. Wollen wir zu Phase 4 weitergehen? Genau, da schreibt Tenov, dass der Grad der Limmerenz bzw. die Intensität eben zunimmt, wenn von außen Hindernisse aufkommen zum Ziel, also zu zum Beispiel einer Beziehung mit der anderen Person oder was auch immer das Ziel der limmerenten Person ist, oder wenn es Zweifel daran gibt, dass die geliebte Person die Gefühle erwidert. Also da kommen zum Beispiel dann nagende Zweifel und Angst vor Zurückweisung auf, die das Hochgefühl, das wir vorher hatten, auch untergraben können und das Ganze nochmal ja, ein bisschen stressiger machen vielleicht. Und die Abschwächung der Limmerenz ist da jetzt auch nur noch mit sehr starker Willensanstrengung möglich. Also eigentlich entwickelt die sich schon selber zu dem Zeitpunkt. Und etwas anderes, was die Limmerenz abschwächen kann, ist einfach die Feststellung, also dass die limmerente Person feststellt, dass der Mensch doch nicht begehrenswert ist. Also wenn der Mensch jetzt zum Beispiel etwas macht, was absolut, was die andere Person, also was die limmerente Person absolut nicht mag oder womit sie absolut nicht kann, dann kann das auch die Limmerenz abschwächen. Genau, und sonst, also wenn das nicht wirklich so ein richtiger Blocker ist, dann verstärken Hindernisse die Limmerenz eher. Spannenderweise. Und die limmerente Person versucht eben auch, hatten wir ja gerade auch schon in der Phase 3, die eigene Begehrenswertigkeit für die Person, auf die die Limmerenz sich richtet, zu steigern. Genau. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich habe das Gefühl, ich habe mich dazwischen ein bisschen... Für mich schon, aber gut, ich kenne das Buch auch. Ja. Wenn nicht, schreibt uns das bitte in den Kommentaren. Da versuchen wir es nochmal irgendwann besser zu erklären. Dann antwortet Finn nochmal oder Noah. Genau. Ja, Noah, wie siehst du das? Oder wie erlebst du das? Ich glaube, ähnlich wie da tatsächlich beschrieben. Da geht es dann mit den Zweifeln los. Einmal gespeist von meinen sowieso Minderwertigkeitskomplexen, die kommen dann alle wieder. Und sagen mir, naja, du entsprichst halt nicht der körperlichen Norm. Vielleicht mag das die Person nicht. Dann kommt noch obendrauf, inzwischen, also damals noch ohne Benennung, jetzt weiß ich ja, dass ich asexuell bin. Das schwingt immer so ein bisschen mit rein, weil irgendwie mich dann doch die Amatonormativität ein bisschen einholt. So nach dem Motto, naja, klassische Beziehung muss geführt werden. Kinder, dann eben auch Sex. Da kommen dann so die Zweifel und ich beginne halt auch sehr intensiv die Person quasi zu beobachten. Natürlich immer so, dass sie es möglichst nicht mitbekommt. Da gebe ich mir schon Mühe. Und von außen her haben mir das auch selten Leute angemerkt, dass ich gerade limmerent bin. Ja, und dann immer diese Zweifel und dann wieder die Hoffnungen und wieder Zweifel und Hoffnungen. Und ja, tatsächlich versuche auch ich irgendwas zu machen, dass ich ja, vielleicht ein bisschen besser rüberkomme und überlege mir, also ich bin da geistig schon sehr mit beschäftigt, wie ihr vielleicht gerade merkt. Ja, das ist anstrengend. Aber ja, ich kenne das. Und bei mir ist da kein Ausstieg. Ich kenne das auch. Also gerade in diesen Punkten sehe ich mich sehr wieder. Ich finde, der erste Punkt ist auch ein bisschen das, was wir eben besprochen haben im Kontext zu der Nachricht, die wir bekommen haben in unserer Umfrage, dass die andere Person dann plötzlich wahnsinnig viel Macht über einen hat. Und das wird ja hier auch angesprochen, dass die Angst vor Zurückweisung, die man dann hat, die einen wahnsinnig destabilisieren kann, die einen sehr verunsichern kann, die sich daraus ergibt. Und das Zweite ist ja so ein bisschen, wie ich typischerweise Limmerenz beende, wenn es so in meiner Macht steht, dass ich so ein wenig auf Konfrontationskurs gehe
und versuche ein Treffen zu vereinbaren, dass man mal länger miteinander redet, wo ich dann meistens merke, nein, so spannend ist die andere Person dann doch nicht. Und dann hört die Limerenz irgendwann auf oder meistens sehr schnell danach auf. Wobei ich hier noch so ein bisschen über das Wort begehrenswert stolpere. Ich glaube, das würde ich nicht verwenden in dem Kontext. Ich glaube, der Grund, warum diese Taktik so gut bei mir funktioniert und warum ich bei diesem Konfrontationskurs so ganz häufig merke, nein, so spannend ist die andere Person nicht, liegt nicht daran, dass andere Menschen nicht grundsätzlich interessant wären oder begehrenswert, sondern dass das so spätestens der Moment ist, wo sich mein Gehirn fragen muss, aber okay, was mache ich denn jetzt mit der anderen Person? Jetzt weiß ich ganz viel über sie. Jetzt weiß ich, wo wir gemeinsam sind. Jetzt weiß ich, wo wir unterschiedlich sind. Und wo mein Gehirn dann quasi diesen Realitätsabgleich machen muss und feststellt, ja, so richtig anfangen kann ich jetzt nicht mit der anderen Person, weil romantisches Interesse kommt ja nicht. Sexuelles Interesse hat erstmal nichts damit zu tun. Platonisches Interesse kann vielleicht noch kommen, sollten wir weiterreden. Aber ja, das wäre dann vielleicht die einzige Möglichkeit, die noch drin wäre. Also ich würde es nicht darauf schieben, dass die andere Person nicht begehrenswert ist. Ich glaube, ich würde es eher darauf schieben, dass ich in dem Augenblick einfach merke, dass ich andere Dinge suche und dass diese Methode des Kennenlernens für mich nicht so gut funktioniert. Ja, ich glaube, begehrenswert steht deswegen hier in unseren Notizen auch unter Anführungszeichen und ist natürlich auch immer subjektiv, sage ich mal. Und ich glaube, dieses doch nicht begehrenswert ist für viele, also kommt sicher auch wieder auf die Person an. Du sagst es, für dich ist es so, dieses zu fragen, was will ich eigentlich? Für andere Menschen ist es vielleicht, wenn sie merken, dass etwas so gar nicht passt mit dem, was sie sich vorgestellt haben oder wünschen würden, so je nachdem, was es ist. Ich finde das aber trotzdem spannend, dass wenn das jetzt nicht so ein oder für viele Menschen scheint das doch etwas, ich sage mal, Krasses sein zu müssen, unter Anführungszeichen, dass die Limerenz dann wirklich einfach beendet an der Stelle oder bald beendet an der Stelle, weil es ja doch so zu sein scheint, dass Hindernisse sonst eher das Ding intensivieren und verstärken. Und dieses Hin und Her fördern. Und das, also das ist was, was ich jetzt logisch weiß und auch von anderen Menschen zum Teil einfach schon gehört habe. Aber was irgendwie, was für mich einfach nicht, also es passt nicht zusammen in meinem Kopf so. Weiß nicht, wie man das erklären kann. Also wenn das nicht allzu große Hindernisse sind, dann ist es wirklich dieses, aber vielleicht geht's ja doch, vielleicht ja doch, dann kommt so die kleine Stimme und muss es nur noch mal probieren. Und ich sag mal, da habe ich wie so ein kleines Männchen auf der Schulter sitzen, was dann immer mir so einflüstert, ach komm, das, ja, probier's noch mal, mach noch mal was anderes, dann wird das vielleicht schon noch. Wenn das zu groß ist, kann ich mich selber nicht mehr betrügen. Aber meistens sind die Hindernisse nicht so groß. Und bei mir kommt ja noch hinzu, da ich demiromantisch bin, kenne ich den Menschen. Ich mag den Menschen von vornherein schon immer irgendwie. Sonst würde das gar nicht passieren. Deswegen kann ich da wahrscheinlich auch gar nicht mehr dieses, also in Anführungszeichen, begehrenswert feststellen, dass dieser Mensch nicht, ich würde interessant sagen, dass dieser Mensch für mich gar nicht interessant ist, weil der war schon, die Person war schon vorher interessant. Sonst wäre es gar nicht erst in diese Richtung für mich gegangen. Ja. Hormonchaos auf Deutsch. Also jetzt gar nicht Ja. irgendwie, aber so ist es Absolut. die Erklärung, die irgendwie, also ich meine, für mich habe ich da so eine Linie, so ja, Hindernis verstärkt das aber und ich klebe da gedanklich ein Post-it drauf, auf dem Hormone steht oder so und dann geht's zusammen, aber vorher nicht. Ich habe ja auch, ich sage auch wahnsinnig gerne inzwischen, wenn das mal wirklich wieder Richtung Limerenz geht, soweit bin ich noch klar, dass ich jetzt inzwischen Leuten mitteilen kann, zumindest meinen engsten Freundinnen sage ich, mich piekse mal wieder die Hormone. Ich glaube, das Pieksen, das trifft's. Ja. Ja. Phase 5. Also es nehmen dann die Zweifel zu. Also wenn die Zweifel zunehmen, wechseln die mit so immer so wahrscheinlich phasenweise mit den Hoffnungsgefühlen und der limerente Zustand intensiviert sich immer weiter. Ich stelle mir das so mit so Peaks und Downs vor quasi. Ja, und wenn Limerenz quasi so auf,
ihrem Peak ist, dann wird die meiste Zeit über die Person, auf die sich die Limerenz richtet, nachgedacht, rumsinniert, entweder vor Freude oder vor Verzweiflung. Ja. Und die Gefühle sind quasi immer so Hoch- und Tiefzustände. Und die einzige oder die Ausnahme dazu wäre, die Person befindet sich in der Nähe zu der Person, auf der sich die Limerenz richtet. Also die zwei Personen sind gerade zusammen. Und oder die Person handelt gerade in einer Weise, auf die sie eben hofft, die eigene Begehrenswertigkeit zu steigern oder von der sie glaubt, dass sie ihr helfen, das Ziel der Limerenz zu erreichen, was auch immer dann für die Person gerade das Ziel der Limerenz ist. Ja, gehe ich sehr mit bei mir. Ich fasse das sehr gerne zusammen mit diesem Spruch, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Falls ihr den kennt, ich finde, der trifft es für mich sehr gut, weil es irgendwie fast zeitgleich stattfinden kann. Und es ist für mich auch tatsächlich so, bin ich in der Nähe der Person, auf die ich gerade irgendwie fixiert bin, dann geht es mir eigentlich im Grunde gut. Und wenn ich irgendwas für die Person tun kann, also es ist weniger, dass ich jetzt meine Begehrenswertigkeit, um das Wort wieder in Anführungszeichen mitzusprechen, steigern kann, sondern wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, ich helfe der Person und vielleicht mag die mich dann ein bisschen mehr und ich kann irgendwas Tolles tun oder irgendwas, was die Person bewundern lässt, ja, dann geht es mir auch gut. Ja, also das geht da schon bei mir sehr mit. Ja. Ja, dann Phase 6, wenn wir soweit sind. Ja. Letzte Phase, wobei ich hier jetzt gleich auch nochmal sagen möchte, es ist ein Phasenmodell, aber in der Realität ist es nicht immer so 100% linear, das sagt aber Tennoff selber auch in dem Fall. Die Gefühle verstärken sich dann nicht weiter, wenn die Person meint, dass die Gefühle erwidert werden. Und da sagt aber Tennoff eben auch selber, dass ein Zurückfallen in andere Phasen natürlich möglich ist. Zum Beispiel, wenn die Person sich wieder unsicher wird oder Zweifel kommen. Genau, wenn dann eine Beziehung zustande kommt tatsächlich, also die Limerenz erwidert wird, sich entschieden wird, eine Beziehung einzugehen, was für eine Form von Beziehung jetzt auch immer, das spielt da, glaube ich, dann weniger Rolle. Also, wenn es denn dem Beziehungswunsch der Person entspricht, Entschuldigung, ja, dann, also bei Zustandekommen der Beziehung kann diese Limerenz mit der Zeit in Liebe unter Anführungszeichen oder eben in eine Bindung übergehen, also in andere Gefühle, auch partnerschaftliche Gefühle. Oder die andere Möglichkeit wäre eine eindeutige Absage, also dass sich herausstellt, dass die Limerenz eindeutig einseitig ist und dann kommt es so langsam zu einem Abklingen mit der Zeit. Ja, trifft bei mir auch wieder zu. Also ich habe ja beide Varianten schon miterlebt. Genau, wobei ich auch sagen muss, so lockerflockig ist das nicht. Ich habe auch, wenn die Bindung zusammenkommt, immer noch mal so leichte Schwanken. Besonders war das bei der einen Beziehung, das war eine Fernbeziehung, da immer, wenn wir dann wieder entfernter waren, weil wir uns halt nicht so oft sehen konnten aufgrund unserer beiden beruflichen Tätigkeiten, beziehungsweise ich war im Studium, aber ich habe auch nebenbei gejobbt. Und die andere Person hatte halt auch einen Job, wo man nie so richtig sagen konnte, wie die Arbeitszeiten sind. Deswegen wussten wir nicht, wenn wir uns sehen, und wir wohnten 4 Stunden Fahrt auseinander. Da schwankte das dann immer noch so ein bisschen, aber im Endeffekt ist das bei mir auf jeden Fall in eine Bindung übergegangen und auch bei einer anderen Mal ist es in eine Bindung übergegangen. Und ja, bei mir ist auch das Abklingen, aber auch das Abklingen ist nicht so hopp oder top, aber wenn ich einmal, ich sag mal, ich suche den Konfrontationskurs, wenn ich merke, ich kriege sie anders nicht mehr weg, dann mache ich es auch irgendwie, dass ich die Person drauf anspreche und ja irgendwie meinen ganzen Mut zusammenkratze und dann eben mitteile, dass ich da gerade irgendwie mehr oder weniger einen Quatsch auf die Person habe. Und wenn ich dann ein ziemlich eindeutiges Nein kriege, dann klingt das bei mir auch recht gut ab. Kommen immer noch mal so kurze Peaks. Aber ich kann mich dann selber quasi sagen, na, du hast nachgefragt, das war ein sehr eindeutiges Nein, es ist gut, das wird nichts. Also immer mal, wenn wieder so ein Pendelausschlag kommt, kann ich mir dann selber sagen, nein, du hast ein Nein bekommen und dann klingt es bei mir auch so langsam ab. Aber es kann halt dauern. Ja, das sagt ja auch, also ich glaube in der Regel, das hat mir auch erwähnt, kann sowas, also eine Limerenz ja an sich so 14 Tage bis 1,5 Jahre anhalten und
ja, kann halt auch dementsprechend das Abklingen dann dauern. Ja. Ich glaube, ich denke da gerade wieder drüber nach und ich glaube, bei mir ist das wieder ein bisschen anders. Ich klappere jetzt in meinem Kopf die Fälle durch, wo die Limerenz erwidert wurde. Und ganz häufig war das so bei mir, dass am Anfang dieser emotionale Spike ist von der Limerenz und dann sagt die andere Person, hey ja, ich finde dich auch irgendwie interessant, wollen wir nicht eine Form von Bindung jetzt aufbauen? Und ich sehe, dass dann erstmal dieses starke Gefühl ein bisschen abfällt. Aber bis dann eine Bindung entsteht, dauert es meistens noch bei mir. Also dann bin ich in so einem emotionalen Limbo und habe plötzlich eine andere Person mit einer hohen Intimität um mich herum, denn wir verbringen ja ganz viel Zeit miteinander und sowas, aber ohne dass schon so ein bisschen klar ist, was für eine Form von Bindung wir jetzt haben. Weil, um dass eine platonische Bindung entsteht, das dauert ein bisschen bei mir. Und auch bei der sexuellen Bindung dauert das ein bisschen bei mir. Wenn diese Limerenz abklingt, weil man sich gefunden hat, habe ich also so ein wenig so einen emotionalen Ruhepunkt, der irgendwann sich wieder intensiviert, wenn die Bindung tatsächlich da ist, nach kurzer Zeit. Oder nach längerer Zeit, je nachdem, wie lange sowas dauert. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, finde ich das irgendwie frech. Würde das nicht viel mehr Sinn machen, wenn die Gefühle sich intensivieren, wenn die andere Person zustimmt? Ist es nicht komisch, dass die Gefühle abklingen, wenn die andere Person einwilligt? Naja, ich glaube, die Gefühle verschwinden ja nicht, sondern sie werden zu anderen Gefühlen mitunter und der Weg dahin ist halt noch kompliziert, also... verstehe. Also, bei mir verfestigen sie sich ja, aber sie gewinnen halt an, also wenn sie sich verfestigen, wie gesagt, es kann ja auch der andere Fall eintreten, aber sie schlagen halt nicht mehr so aus, was ich aber ehrlich gesagt auch gut finde, weil Limerenz, würde ich sagen, ist ein emotionaler Ausnahmezustand. Und es ist, glaube ich, auch in einem, ich komme jetzt gerade nicht aufs Buch, aber ich schreibe es gerne noch in die Shownotes nachher rein. In dem einen Buch wird das auch ein bisschen erklärt, dass ja sämtliche Abwehrmaßnahmen, die einen schützen sollen, auch unter anderem runtergefahren werden. Und das kann das Gehirn ja nicht auf Dauer aufrechterhalten. Das muss sich ja abschwächen. Finn? Ich glaube, ein großer Teil von Limerenz, oder wenn das intensiver wird, ist ja auch dieses Schwanken zwischen Zweifel und was, wenn es nichts wird, und Hoffnung. Was könnte es werden? Wie könnte das werden? Das wäre so toll. Und ich glaube halt, in dem Moment, wo Gefühle erwidert werden, ist erstmal eine Sicherheit da, sage ich mal. Natürlich kann das dann auch wieder brechen oder ich kann merken, ich bin doch nicht sicher, ob die andere Person mich mag, was auch immer. Aber ich denke, in dem Moment, wo eine Sicherheit da ist und begonnen wird, eine Bindung aufzubauen, ist das eine andere Form von Gefühl, sage ich mal. Also Bindungen kenne ich ja selber auch und das ist ja was Stabileres und etwas, was auf anderen, ich glaube einfach auch auf anderen emotionalen Zuständen und Gefühlszuständen beruht und anders funktioniert so, aber im Endeffekt dann weniger wackelig ist, gefühlt. Weniger hinher. Vielleicht auch noch ein Aspekt, wenn ich nicht mehr diese so Tiefs habe, dann sind die Hochs für mich auch nicht mehr so hoch, weil ich ja nicht mehr diesen großen Sprung habe. Dann fühlt sich das vielleicht bei mir auch nicht mehr so intensiv an. Das wäre jetzt auch noch eine Idee, die mir käme. Interessant. Dass es vielleicht auch so ein bisschen daran mitliegen kann. Weil ich habe ja nicht mehr so die Extremschwankungen. Und wenn es mir eben richtig, richtig schlecht ging und dann geht es mir plötzlich gut, dann ist das für mich ja ein viel größerer Sprung, als wenn es mir so einigermaßen geht und ich habe nicht mehr so diese Sprünge und deswegen fühlt sich das auch vielleicht nicht mehr so intensiv an. Also, wie gesagt, ist jetzt eine Überlegung. Wir haben noch eine vierte Frage der Community gestellt und zwar, kennt ihr so etwas wie Liebe auf den ersten Blick? Wenn ja, wie habt ihr das erlebt? Finn und Noah, könnt ihr mit diesem Konzept irgendwas anfangen? Also erst einmal, nein, habe ich noch nicht erlebt, aber ich möchte auch gerne noch was dazu sagen, bevor wir zu den Antworten der Community kommen, weil ich finde dieses Liebe auf den ersten Blick Konzept immer so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Also einerseits ist Verliebtheit und Limerenz ja nicht gleich Liebe im Sinne von einer Bindung oder anderen
Gefühlen, die üblicherweise häufig als Liebe verstanden werden. Also es ist einfach nicht genau dasselbe. Und das Zweite, was ich mich halt immer frage, ist, ich habe das Gefühl, was ist Liebe auf den ersten Blick? Also was ist das eigentlich? Ist das, ich habe die Person gerade zum ersten Mal gesehen? Oder kann das auch nach einer Stunde sein, wenn ich mit der Person in einem Raum war oder so? Und in Aceback-Communities habe ich oft das Gefühl, wir haben immer so auf einer Seite, ja, es gibt Liebe auf den ersten Blick. Und auf der anderen Seite gibt es Demiromantik. Und dazwischen ist so irgendwie nichts, was ja auch irgendwie, also es macht einfach keinen Sinn, sagen wir so. Beziehungsweise es ist ja dann oft auch mit einem Urteil verbunden, also so nach dem Motto, ja, diese Liebe auf den ersten Blick, die ist ja so oberflächlich oder da kann die Person ja nichts von der anderen Person wissen. Und das Ding ist halt, natürlich ist es unterschiedlich, aber wenn eine Person unterschiedliche Auslöser für Limerenz hat oder auch für romantische Anziehung oder andere Anziehungsformen, ist das halt einfach irgendwie nicht, also ich finde es einfach nicht sinnvoll, das in eine Wertigkeit zu geben, in der Form. Anyway. Und ja, wieso verwenden wir den Begriff Liebe dafür? Wir könnten dazu Verliebtheit auf den ersten Blick sagen oder Limerenz auf den ersten Blick oder was auch immer. Quatsch, Schwärmerei. Ja, genau. Also der Begriff Liebe macht das, glaube ich, an dem Punkt nur sehr kompliziert. Und ich fände es schön, wenn wir unseren Blick da auch oft so mal so ein bisschen weiter öffnen würden, über den ersten Blick hinaus aus, was weiß ich, das erste Gespräch oder am ersten Abend oder der erste Tag oder eine Woche, nachdem ich die Person gesehen habe und sie nochmal sehe, aber auch nicht viel mehr von ihr weiß oder so. Es gibt ja viele Situationen und Zeitpunkte, zu denen sich eine Person verlieben kann oder Limerenz einsetzen kann. Ob jetzt nach Personen schon jahrelang kennen oder ob jetzt irgendwo zwischen dem ersten und den 100. Blick oder so. Oder der ersten und der 5. Situation oder was auch immer. Ich muss gerade darüber nachdenken. Also mir ist das Konzept, um die Frage mal zu beantworten, bekannt. Ich selber erlebe das nicht, in keinster Weise. Und irgendwie, was mir gerade einfällt, was mich so ein bisschen nervt, ist einmal dieses Liebe auf den ersten Blick. Und was du erwähnt hast, dann gibt es ja noch dieses andere, dieses Lied, das ich nicht mehr hören kann. Ich glaube, aus den 90ern oder 2000ern mit tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausendmal in einer Nacht, das hat Zoom gemacht. Nein, das wird mir dann gerne vorgehalten. So ist das doch für mich als demiromantischer Mensch. Und da kann ich nur sagen, nein, das ist es auch nicht. Das baut sich halt mit der Zeit auf. Und ich mag irgendwie beides nicht mehr hören. Aber ja, also es ist mir bekannt, aber ich erlebe es nicht, um es kurz zusammenzufassen. Ich weiß nicht, Frederik, möchtest du noch was dazu sagen? Ich überlege gerade, also mit dem Begriff Liebe auf den ersten Blick habe ich auch ganz viele Probleme. Nicht nur die inhaltlichen, die gerade schon gut erklärt wurden, sondern auch, dass ich als aromantische Person immer so ein Kribbeln bekomme, wenn ich Liebe höre. Ich frage mich aber gerade, ob das so ein bisschen eine positivere Darstellung ist davon, wie ich eigentlich schon diese ganze Folge über Limerenz beschrieben habe. Nämlich so ein starker emotionaler Spike, abgekoppelt von dem konkreten Erleben der anderen Person. Wir haben noch nicht gesprochen, ich weiß noch nicht, was die Hobbys sind des anderen Menschen, ich habe noch gar keine Ahnung, ob da irgendwie sexuelles Interesse vielleicht möglich wäre, sondern es ist eine ganz flüchtige Begegnung und bam, mein Gehirn sagt, hier ist irgendetwas. Ja. Also frage ich mich gerade, ob ich nicht wirklich mit diesem Konzept so ein bisschen mitschwinge, aber auf einer sehr negativeren Art und Weise. Verstehe. Ja, ich glaube, für viele Menschen ist es auch, also jetzt nicht für alle Menschen, ich habe auch schon mit alloromantischen Menschen gesprochen, die gesagt haben, sie finden das eher stressig. Also das ist, glaube ich, nichts, was nur Arospec-Personen betrifft, die Limerenz erleben. Aber ich glaube, viele Menschen finden das schon auch schön, zumindest zum Teil. Und andere finden das total stressig.
Aber auch da finde ich es wichtig, eben den Blick so ein bisschen auszuweiten und eben vielleicht auch nicht immer nur über die schönen Seiten zu reden, aber auch nicht immer nur über bestimmte Situationen zu reden oder darüber, was denn der Unterschied ist, wenn sich jemand auf den ersten Blick verliebt oder dann 10 Jahre später gefühlt. Okay, 10 Jahre ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe es eh schon mal gesagt. Ja, ich glaube auch. Und also, ich möchte so als Content-Warnung voranschieben. Ich habe jetzt so einen Moment, wo ich als aromantische Person Thesen über romantische Liebe aufstelle und die sind möglicherweise ein bisschen negativ. Aber so wie ich so romantische Beziehungen von außen häufig sehe, wird da sehr viel Energie darin investiert, der Partnerin zu signalisieren, wie wichtig einem die Beziehung ist. Und das kommt häufig mit einer konkreten Wortwahl. Man würde ja auch nicht am Anfang sagen, hey, ich bin gerade voll limmerend auf dich. Weil das vielleicht so einen negativen Touch hat, so von mein Gehirn macht gerade komische Dinge. Man würde dann lieber sowas sagen, ich bin gerade sehr verliebt in dich. Und ich habe das Gefühl, dass in dieses gegenseitige Versichern, wie wichtig einem die Beziehung ist, fällt rein, dass man so einen Mythos aufbaut, so einen Kennenlernmythos. So, dass es mussten ganz viele große, besondere Dinge passieren, dass wir uns kennengelernt haben. Und aus dieser Kette von großen Ereignissen sind jetzt wir hervorgekommen. Und das möglicherweise lieber auf den ersten Blick einfach ein sehr guter Kennenlernmythos ist. Dass man dann diese Limerenz so ein bisschen so umdeutet, um sagen zu können, hey, wir haben noch nicht miteinander reden müssen und da war mir schon klar, wir sind vorherbestimmt. Also aus meiner Erfahrung muss ich sagen, das könnte vielleicht tatsächlich bei einigen Menschen zutreffen, aber bei weitem nicht bei allen, bei denen ich das miterlebt habe. Also, naja, ich wollte sonst vorschlagen, wollen wir vielleicht einfach mal zu den Antworten übergehen? Ja, können wir machen. Dann würde ich mal erwähnen, dass sehr viele Leute aus der Community mit Nein geantwortet haben. Zum Teil ist das sicher auch durch unseren Aro-Anteil in der Community verzerrt, aber wie gesagt, wir befragen ja auch die Community und nicht die breite Gesellschaft da gerade. Eine Person meinte, dass sie das vielleicht auf einer ästhetischen Ebene erlebt hat, also so quasi einen ästhetischen Crush, ein Swish, oder? Ja, ein Swish. Sowas in die Richtung. Und ja, dann würde ich sagen, lese ich mal eine Antwort vor. Eine Person hat geschrieben, schwer zu sagen. Ich denke, dass ich dies schon bei meiner ersten Partnerin hatte, aber sicher bin ich mir in dem Punkt nicht. Wichtiger ist aber, wir haben uns wirklich geliebt gehabt. Es dürfte nicht immer leicht zu sagen oder zu beschreiben sein. Ja, eine andere Person hat uns geschrieben. Keine Liebe, aber eine ungewöhnlich starke Verbundenheit. Außerdem war ich, obwohl wir uns erst frisch kannten, direkt entspannt, wie bei Menschen aus meinem ganz engen Kreis. Also würde ich eher sagen, den Grundstein für Liebe auf den ersten Blick gab es, die Liebe selbst noch nicht. Das finde ich auch eine sehr differenzierte und interessante Antwort, eigentlich. Finde auch die letzte, die wir rausgesucht haben, dazu ganz gut. Die Person schreibt, nein, kenne ich nicht. Eher lieber auf das erste Gespräch. Und dann weniger Limerenz als vielleicht erstmal das Bedürfnis, diese Person knuddeln zu wollen. Oh, auf so ein bisschen auf einer sensuellen Ebene dann auch. Cool. Ja, ich denke, wir können uns mitnehmen, dass einfach auch nicht immer so leicht zu beschreiben ist. Dass auch diese Frage, was ist Liebe auf den ersten Blick, das finde ich, ist ja auch in den Antworten zeigt sich das ja auch, dass das so ein bisschen nicht so ganz klar ist, würde ich sagen. Aber voll die interessanten Insights auch in den Antworten. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir mal noch mit dem nächsten Thema ein, was wir uns aufgeschrieben haben, und zwar, was ist Lemmerenz nicht? Ja, ich würde mal damit anfangen, dass Limerenz keine Krankheit oder Störung ist. Auch wenn es natürlich mit Limerenz, so wie auch mit anderen Gefühlen, ungesunde Formen davon gibt oder auch einen ungesunden Umgang damit.
Also, dass Menschen vielleicht nicht immer ideal damit umgehen. Und auch, wenn Limerenz in manchen Fällen nicht gewollt ist, weil sie störend ist oder eine Person sich auch gar nicht in diese Person verlieben möchte oder so. Oder diese Gefühle gar nicht möchte oder, wie Frederik sagte, stresst dich eher. Es ist eben nicht immer erwünscht, aber es ist dennoch keine Krankheit, sondern gehört auch für sehr viele Menschen zum gewöhnlichen oder sehr verbreiteten menschlichen Erleben. Vielleicht nochmal eingeworfen, ich bezeichne es sehr gerne als emotionalen Ausnahmezustand, weil für mich zumindest ist es ein Ausnahmezustand, aber es gibt ihn einfach, er gehört einfach dazu. Ich denke auch dadurch, dass im Körper Dinge passieren, also eine hormonelle Ebene und solche Dinge, dass das auch, also ich finde das total berechtigt, das als Ausnahmezustand zu bezeichnen, weil da passieren einfach Dinge. Also es werden Hormone ausgeschüttet, wie du sagst, bestimmte Dinge werden runtergefahren, Vorsichtsmaßnahmen und so. Der Körper reagiert anders, die Person reagiert anders. Es ist einfach ein körperlicher und geistiger oder seelischer, psychischer Ausnahmezustand, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, aber es ist eben keine Krankheit und keine Störung. Genauso wenig, wie es keine Krankheit und keine Störung ist, wenn eine Person nicht limerent ist und das nicht erlebt, sondern es ist Genau. einfach eine unterschiedliche Form von menschlichem Erleben. Dafür haben wir euch etwas zur Abgrenzung mal mitgebracht. Und zwar die Erotomanie. Das ist griechisch, kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie rasende Liebe. Genau. Und also kommt aus der Medizin oder Sexualwissenschaft und meint so ein bisschen übersteigert erhöhtes sexuelles Verlangen beziehungsweise Geschlechtstrieb oder Hypersexualität auf der körperlichen Ebene. Aber eben auch wahnhafte, unwiderstehliche, romantische und idealisierte Liebe zu einer meist unerreichbaren Person beziehungsweise Liebeswahn auf der psychischen Ebene. Ausnahme, dass die eigenen Gefühle erwidert werden würden, die nicht durch Argumente, Beweise oder so widerlegt werden kann. Aber das ist, also bitte nicht mit Limerenz verwechseln. Genau, also das ist dann quasi eine Person, die eine unerreichbare Person liebt und diese Liebe idealisiert und sich nicht davon überzeugen lässt, dass die Person diese Gefühle nicht erwidert, egal wie unrealistisch das ist oder selbst wenn Beweis erbracht wird, das ist einfach dann ein anderer, also das ist auch ein anderer Zustand als das, was wir eben beschrieben haben. Also wir haben ja gerade relativ lang über Limerenz gesprochen und klar, das steigert sich auch durch Hindernisse, aber Limerenz wird jetzt erstmal nicht nur gegenüber unerreichbaren Personen empfunden und klingt dann zweitens auch einfach auch mal ab, wenn klar ist, das wird nicht erwidert und das nicht, vielleicht nicht gleich. Und wie Noah, du hast das erzählt, dass da zum Teil noch kommt, ja, vielleicht wird es ja doch was oder vielleicht kann ich ja doch noch was machen, aber mit der Zeit ist das schon eher, geht das dann schon eher in ein Abklingen und es ist auch mehr dieses Auf ab mit Hoffnung und Zweifel. Und das ist es in dem Fall ja auch nicht, weil da denkt eine Person, also darum steht ja auch, es ist schon fast wahnhaft oder es ist schon wahnhaft oder fast wahnhaft, dass eine Person dann denkt, hey, die Person liebt mich zurück oder die wird mich zurücklieben und so. Selbst wenn da schon gesagt wird, nö, eigentlich nicht. Also das geht dann wirklich mit teilweise absoluten Realitätsverlust einher, während Limerenz ja immer nur, ich sag mal, schwankt. Im Allgemeinen kriegt man sich auch irgendwann wieder ein, auch wenn es manchmal ein bisschen dauern kann, wenn ich da an dein Beispiel denke, was Ja, du vorhin voll, gebracht hast. voll. Also das denkt, das kann auch dauern. Ich glaube, es hat halt auch ein bisschen etwas damit zu tun, wie sehr oder wie verzweifelt eine Person gerade ist, eine Beziehung zu haben. Ich glaube, das spielt da schon auch mit rein. Und ich denke auch, also aber bei Limerenz im Gegensatz jetzt zu so einem Liebeswahn-Erotomanie hätten wir ja auch dadurch, dass diese Zweifel ja da sind. Ich denke, wenn da der Versuch eines Beweises erbracht werden würde, dass eine Person vielleicht nicht zurückliebt oder diese Gefühle nicht erwidert, dann wäre vielleicht auch das eher ein Auslöser für Zweifel. So.
als dass das komplett abgeblockt würde. Sondern eher, da käme wahrscheinlich eher wieder so ein Tief, so eine Zweifelphase vor dem nächsten Hoch oder so. Wenn es dann weiterhin anhält. Und ich denke, wenn diese Hochs und Tiefs, die klingen dann ja auch immer mehr aus mit der Zeit. Ja, zumindest erlebe ich das so. Und so klingt es auch bei Tenoff. Ja, so klingt es auch bei anderen Menschen, mit denen ich drüber geredet habe. Es wird trotzdem nicht bei jeder Person gleich sein, natürlich nicht. Also es ist halt immer einfach, das so in Phasen runterzubrechen und in Merkmale und in, ja, und das ist jetzt das Messbare und das andere, aber es geht ja immer ein bisschen darüber hinaus. Und am Ende, wenn wir menschliches Erleben messen und eben einkategorisieren, dann werden wir immer Abweichungen haben. Also ich glaube, das Sinnloseste, was wir tun können, ist da jetzt zu sagen, wer nicht 100% diesem Schema entspricht, der fällt da raus oder so, sondern das ist einfach so ein bisschen weiter. Und da finde ich eben auch, wie gesagt, klar, Limmerenz ist jetzt eher ein wissenschaftlicher Begriff, den kann man messen, zumindest zum Teil. Aber menschliches Erleben ist jetzt nicht zu 100% messbar. Wir können Überlappungen messen, wir können Häufungen messen, wir können bestimmte Merkmale messen, wir können vielleicht grob in Phasen kategorisieren, aber wir können nicht sagen, das ist immer 100% so. Weil ich glaube, es gibt so viel unterschiedliches Erleben von Limmerenz, wie es Menschen gibt, die Limmerenz sind. Und es gibt ungefähr so viel Erleben, so viele Möglichkeiten, nicht Limmerenz zu erleben, wie es Menschen gibt, die nicht Limmerenz sind. Menschen sind einfach unterschiedlich. Und da ist es ja auch gut, dass wir dann noch so weitere Begriffe wie Verliebtheit haben und so weiter. Apropos weitere Begriffe, vielleicht sollten wir noch auf ein wichtiges Thema eingehen, und zwar, dass Limmerenz nicht gleich Liebe ist. Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt relativ lang auch, ja, wir haben jetzt schon recht lang über Limmerenz gesprochen. Und ich denke, da ist auch so ein bisschen klar, dass das eben ein gefühlstechnischer Ausnahmezustand ist, erst einmal. Der dann aber auch wieder abklingt. Und entweder der geht dann in andere Gefühle, wie manche Menschen nennen sie Liebe oder Bindung oder was auch immer, wie wir es dann nennen wollen, oder partnerschaftliche Gefühle oder wie auch immer, das geht dann über. Oder es klingt ab, einfach auch, weil dieser Ausnahmezustand an irgendeinem Punkt enden muss. Das hält der Körper oder die Psyche, das hältst du ja nicht durch, dass du ganz lang, also was heißt ganz lang, gut, das kann auch schon lang genug dauern, also 1,5 Jahre im Ernst, also im ganz langen Ernstfall circa, gegebenenfalls vielleicht auch noch ein bisschen länger oder auch viel, viel kürzer. Also es kann schon eine Weile dauern, aber, und nicht immer gleich stark, aber je nachdem trotzdem, irgendwann hält der Körper und die Psyche das ja nicht mehr durch. Und die Dinge, die da passieren, also dass bestimmte Mechanismen heruntergefahren werden, andere on high alert sind und so, das ist ja auch nichts, also das ist kein Zustand, der für 10 Jahre gebaut ist. So. Und dementsprechend ist es ja auch Sinn, also ich sag mal unter Anführungszeichen sinnvoll, dass das dann übergeht in andere Gefühle, die vielleicht stabiler sind, die anders funktionieren, wo du nicht immer dieses Hin und Her hast, wo eine Bindung dann aufgebaut werden kann zu einer Person oder vielleicht dann über die Zeit auch noch zu anderen Personen, dass vielleicht Limmerenz auch, also manche Menschen werden ja dann wieder Limmerent, verlieben sich neu, können dann noch weitere Bindungen aufbauen darüber. Natürlich können Bindungen auch komplett ohne Limmerenz und Anziehung aufgebaut werden, aber das sind einfach, das ist etwas anderes als eine Bindung, die mitunter auch länger hält dann und die für den Körper selber und für die Psyche hoffentlich, also wenn das eine gesunde Bindung ist, in vielen Fällen auch weniger belastbar ist, weniger belastend ist. Also natürlich gibt es auch wieder schwierige, negative und problematische Beziehungen, die dann vermutlich schon auch wieder belastend sind, aber die möchte ich hier jetzt mal rausnehmen, weil das ist nicht das, wovon ich gerade spreche oder was ich meine. Was ich immer gerne sage, Limmerenz oder aber auch andere Arten von Anziehung, das kann so eine Art Schnellstartmodus sein, um eine Bindung herzustellen. Aber bitte mit die Anführungszeichen mithören bei Schnellstartmodus. Ja, genau, weil halt Bindung, denke ich, sich auch oft, also je nach Person auch, aber bei mir ist das auch so, dass es eine Weile dauert, um Bindung überhaupt aufzubauen, normalerweise. Also gerade ohne Anziehung. Und Anziehung kann da schon dabei helfen. Also quasi
Und bei Limerenz, glaube ich, hilft das auch nochmal, weil eben schon so Mauern abgebaut werden, weil man sich direkt vielleicht kennenlernt oder diesen Wunsch hat, sich kennenzulernen, wie auch immer. Und dass das dann so ein bisschen schneller geht, wenn Limerenz oder eben Anziehung einer anderen Art oder auch Schwäche, also Anziehung kann ja auf ganz viele verschiedene Arten und Ebenen empfunden werden, also schwächer, stärker, intensiver, keine Ahnung, wenn das vorhanden ist oder auch eben Limerenz oder Limerenz in Verbindung mit verschiedenen Anziehungen oder so, dann kann das einfach auch mitunter schneller gehen. Aber wichtig ist halt, ich glaube, wichtig für eine Beziehung ist dann schon auch, dass, also welche zwischenmenschliche Beziehung auch immer, aber eben auch für partnerinnenschaftliche Beziehungen, dass aus dieser Verliebtheit und/oder Limerenz und/oder Anziehung dann eben auch Bindung oder andere Gefühle werden. Weil wenn die abklingen und ich will eigentlich nichts mehr von der anderen Person, dann wird es halt auch nicht mehr lang halten, sagen wir so. Und zum Thema nicht halten, vielleicht noch was, was wir zumindest mal kurz anschneiden können, und zwar das Thema Liebeskummer. Ich mag auch noch zwei Synonyme, die es dazu gibt, nämlich Herzleid oder Seelenschmerz, finde ich auch sehr schön. Genau, dass wir vielleicht das noch mal kurz anschneiden. Ja, also wenn Limerenz oder andere starke Gefühle, mitunter auch Anziehung etc., nicht erwidert werden, oder auch wenn eine Person einen anderen Menschen verliert, zu dem eine enge, gegebenenfalls auch romantische Bindung existiert hat, dann kann das halt so richtig schmerzhaft sein. Und besonders dann ist das, also besonders dann nochmal mehr, wenn die Person ohnehin schon Schwierigkeiten hat, mit Zurückweisung umzugehen. Und dementsprechend tun sich manche Menschen sehr, sehr schwer, mit unerwiderter Liebe oder Verliebtheit oder Limerenz umzugehen und das dann auch zu verarbeiten. Vielleicht auch wichtig zu sagen ist, es gibt keinen, so lang sollte dieser Seelenschmerz dauern oder auch nicht. Für manche Menschen dauert das halt sehr lange und für andere geht es eben ein bisschen weniger lang und das kann ja auch immer unterschiedlich sein. Ich kenne das ja auch von mir. Ich hatte mal Phasen, wo das extrem lange gedauert hat, bis das bei mir abgeklungen ist. Ich hatte aber auch Phasen, wo das für meine Verhältnisse recht schnell wieder weg war und beides ist okay gewesen. Also nicht in dem Moment, aber hinterher betrachtet. In dem Moment war bei mir nichts okay. Absolut, und ich würde ja sagen, dass diese Trennung, also egal, ob das jetzt noch während der Limerenz erfolgt oder während der Anziehung oder ob das erfolgt, wenn schon eine Bindung aufgebaut wurde, ob jetzt romantisch oder otherwise, was dann passiert, ist ja auch wieder ein Ausnahmezustand. Und gerade im limerenten Zustand, der ohnehin schon Ausnahmezustand ist, diese Zurückweisung und oder eben, wenn zuerst eine Beziehung da war und dann relativ schnell wieder getrennt wird, aber noch die Limerenz da ist, das ist auch nochmal, da passiert extrem viel, glaube ich, im Kopf und hormoneller Ebene und alles. Es ist ein Ausnahmezustand und gerade wenn wir jetzt von Limerenz reden, wird mitunter dann auch, also um eine erträumte Zukunft getrauert. Also die limerente Person macht sich ja Vorstellungen, wie wäre das, was weiß ich, jetzt Hausnummer, wenn ich mit der Person eine Beziehung führe, wenn wir zusammenziehen, vielleicht wenn wir Kinder bekriegen, was auch immer die eigenen Wünsche sind, und stellt sich das auch vor und das ist dann verloren, wenn sie zurückgewiesen wird. Und ähnlich, wenn eine Trennung in einer Beziehung erfolgt, die schon besteht, dann ist vielleicht auch eine gemeinsam geplante Zukunft dieser Beziehung verloren. Also es ist nicht einfach nur unter Anführungszeichen die Person, die dann weg ist, egal ob es jetzt um die Zurückweisung geht oder ob es um die Trennung in einer bestehenden Beziehung geht, auch wenn nur die Person schon eine ganze Menge ist, sondern eben auch diese ganze Zukunft, ob die jetzt gerade in der Limerenz erträumt und vorgestellt ist oder ob die schon geplant war gemeinsam, das um die muss dann ja auch getrauert werden mitunter. Und ja, genau, eben wie gesagt, bei Limerenz oder auch bei anderen starken Gefühlen oder Anziehungen kann sein oder ist es so, dass das durch die Hormone noch einmal auch verstärkt wird, diese ganze Situation. Und dann wird das noch mal ein bisschen stärker empfunden. Aber ich würde sagen, über Herzschmerz und über Trennung und ähnliche Dinge
sprechen wir nochmal in einer anderen Folge, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann lassen wir das für heute lieber. So, kommen wir zur Lexikon-Ecke, die ich dieses Mal mache. Und zwar habe ich euch den Begriff Eskapismus mitgebracht. Das kommt aus dem Englischen von escape, also fliehen, und beschreibt eine Realitätsflucht durch Vermeidungsverhalten. Dabei wird versucht, der Realität und dem Alltag mental zu entfliehen und sich einer anderen Wirklichkeit zuzuwenden. Diese Flucht vor der Realität kann zum Beispiel durch geistiges und soziales Abschirmen, durch eine Hinwendung zu unwichtigen Dingen oder einen übermäßigen Gebrauch von Medien aller Art geschehen. Und ich würde sagen, hier macht die Dosis auch das Gift. Also so ein gewisses Fliehen vor der Realität, so ein bisschen sich auch mal ablenken, ist völlig in Ordnung, nur wenn es halt Überhand nimmt und man quasi mehr woanders lebt als in der Realität, dann wird es tatsächlich schwierig. Aber ich sag mal, so ein klein bisschen Eskapismus betreiben wahrscheinlich viele Menschen. Ich würde mich auch dazu zählen. Ja, so viel, glaube ich, von meiner Seite zu diesem Begriff. Ich habe euch heute die Kulturecke mitgebracht. Und zwar, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, das Buch von Dorothy Tanoff, das wir hier auch für die Vorbereitung der Folge verwendet haben und mehrfach angesprochen haben. Und zwar lautet der Titel Love and Limerence, The Experience of Being in Love, oder auf Deutsch Liebe und Limerenz über Liebe und Verliebtsein. Genau, die englische Ausgabe kam erstmals 1979 heraus, die deutsche Version dann 1981. Das war das erste umfangreiche Werk der Verliebtheitsforschung, das sich ausschließlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Tanoff hat eine Vielzahl von Interviews geführt, arbeitet die Merkmale der Limerenz heraus, auch den ungefähren Ablauf, den wir euch heute schon präsentiert haben. Aber sie beschäftigt sich darüber hinaus auch zum Beispiel mit der sozialen Funktion von Limerenz, positiven und negativen Aspekten, biologischen Gesichtspunkten und auch damit, wie mit Limerenz umgegangen werden kann, aber auch noch mit viel mehr. Also ich würde sagen, es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen. Ihr findet den Titel und den Namen auch alles auch nochmal in den Shownotes. Schaut gerne nach, lest das gerne, kann ich empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema weiter auseinandersetzen wollt, entweder auf Englisch oder auf Deutsch, wie es euch lieber ist. Genau, viel Spaß damit! Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Abschlussfrage, und zwar, was nehmen wir aus der Folge mit? Ich fange mal mit Frederik an. Ja, ich bin ganz fasziniert davon, wie unterschiedlich sich anscheinend Limerenz anfühlen kann. Schon die Einsendungen, die wir bekommen haben bei unserer Umfrage, da haben wir ja so unterschiedliche Sachen rausbekommen. Und Noah, wenn ich ehrlich bin, ich denke immer noch darüber nach, dass du Limerenz nach 11 Monaten so normalerweise empfindest, wie du erzählt hast. Weil das so ganz anders als bei mir funktioniert. Und ich finde das super interessant. Frühstmöglich. Frühstmöglich. Meistens dauert es noch länger. Das ist der erste Punkt, wo so Verliebtheit bei mir einsetzt. Die Limerenz braucht dann meistens noch ein paar Wochen. Das ist schon spannend, also ja, was unser Gehirn so mit uns macht. Ich bin wie immer super fasziniert von Limerenz generell. Also, nachdem ich das selbst noch nicht erlebe. Und besonders, ich glaube, mir ist heute noch mal so ein bisschen bewusst geworden, wie Hindernisse eigentlich Limerenz scheinbar intensivieren zum Teil und das noch stärker machen, also noch stärkere Hochs, noch stärkere Tiefs. Und all das finde ich alles sehr, sehr spannend und ich glaube, ich kann mich da noch viel mehr damit beschäftigen, auch allein deswegen, weil ich selber nicht erlebe und weil das so vielfältig ist und ich will das gerne noch von ganz, ganz viel mehr Menschen hören, wie sie das empfinden. Also meldet euch bei mir und sagt mir das bitte. Oder so. Noah, wie ist es mit dir? Also mir geht's ähnlich wie Frederik. Also ich bin auch erstaunt über die Vielfalt und ich wiederum, Frederik, bin erstaunt, dass das bei dir irgendwie funktioniert, ohne dass du da wirklich eine Anziehung zuordnen kannst. Das ist für mich faszinierend. Ja, und bin einfach wieder erstaunt, wie groß das Feld doch ist. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass wir darüber reden. Und ja, mich würden auch noch mehr Perspektiven interessieren. Also gerne, wenn ihr Finn schreibt, ich lese mit, wenn ihr nichts dagegen habt. Schreibt dazu, ob Nora mitlesen darf oder nicht. Fazit, wir sind alle super fasziniert. Musik
hiermit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angelangt und mir bleibt jetzt erst einmal, mich bei allen Personen zu bedanken, die die Umfrage ausgefüllt haben. Wie immer, wir können nicht alle Antworten vorlesen, sonst wird die Folge wahrscheinlich 10 Jahre lang und ihr sitzt in 5 Stunden immer noch hier. Aber wir finden die Antworten trotzdem immer sehr interessant und ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich freue mich auch über alle weiteren Perspektiven und fand die Antworten, die ich bekommen habe und die wir bekommen haben, jetzt schon sehr toll. Genau, danke euch, macht gern wieder mit. Die Redaktionsleitung der Folge hat Noah übernommen. Vielen Dank, Noah. Im Vorbereitungsteam waren insgesamt Noah, Finn, Frederik, Luna, Luke, Levi und Dome mit dabei. Vielen Dank auch euch. Den Schnitt der Folge wird Melle übernehmen. Vielen Dank, Melle, du rettest uns. Genau, und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, über irgendwas in der Folge noch reden wollt, etwas über Limerenz wissen wollt oder es etwas kommentieren wollt, Kritik oder auch Folgenideen, schreibt uns gerne. Oder auch, wenn ihr bei Inspektren mitmachen wollt. Wir suchen immer Menschen für die Qualitätssicherung und den Schnitt oder Social Media, aber noch für vieles andere. Also, wenn ihr mitmachen wollt, viel oder auch nur wenig, dann meldet euch. Ja, wo könnt ihr uns schreiben oder euch melden? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Aber wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel und auch Twitch. Und ihr könnt uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net. Oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord-Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt. Oder ihr könnt uns auch mal im Voice-Chat treffen, wenn ihr mit uns reden wollt. Und das war's dann auch schon. Tschüss! Ciao! Tschüss! Und in der Aceback-Community habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, wir haben auf der einen Seite Liebe auf den ersten Blick und als Gegenteil davon Demiromantik. Und dazwischen ist dann irgendwie nichts. So Wüste. Klingt so, als ob dazwischen wie in alten Western nur dieses Steppenläuferkraut durch die Gegend rollt und Grillenzirpen existiert.